Moin, moin, ihr Lieben. Mir gegenüber sitzt Björn. Guten Morgen, guten Tag oder gute Nacht von mir. Mir gegenüber sitzt Seba. Und gemeinsam sind wir die Sesselwisser. Ja, da sind wir wieder, Leute, mit Show 5 vom 5.4. Und ein richtiges Motto gab's nicht. Wir haben kurz überlegt, ob es Disco war, aber nee, es war nur Werbung für Disco 76, der neuen Serie von RTL irgendwie. Oder RTL Now. Und damit startete das Ganze dann auch im Opening. Hallo, ich bin auch da. Und ja, wir dachten wirklich, Disco ist das Thema, aber dann sind da so einige Songs gekommen, wo wir dann dachten, nee, Disco kann nicht das Thema sein. Wir hatten dann ja auch doch kein Thema. Nee. Und ich wollte gerade schon wieder tatsächlich sagen und tatsächlich versuche ich dieses Wort zu vermeiden jetzt. Also es war in der letzten Folge doch ein bisschen häufig. Ich werde mich zusammenreißen, dass das nicht vorkommt. So viel. Disco war tatsächlich das Motto des Openings. Das war es auf jeden Fall. Da hatten wir nämlich viele schöne Lieder. Disco Inferno, ja. Boogie Wonderland, sowas alles. Das Opening hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Also ja. Es war mal wieder ein schönes, langes Opening. Ja. Besonders gefreut hat mich natürlich, ich habe jetzt ihren Namen leider nicht aufgeschrieben, aber dass Yannick Schürmann mitgetanzt hat. Emma Nova, okay, sehr gut, dann hast du das mit notiert. Wenn ich Yannick Schürmann auf der Bildfläche sehe, dann kann ich ja nichts mehr denken. Ich finde den so toll, ich mag den so. Und das wäre so geil, wenn er nächstes Jahr bei Let's Dance mitmachen würde. Da würde ich mich wirklich freuen drüber. Aber gut, er war ja nicht der Einzige, der im Opening getanzt hat. Aber ich fand, das sah sehr geil aus, diese eine Drehung, die sie gemacht haben, wo er sie hochgehoben hat und er sich selber gedreht hat und sie dann aber auch noch. Das sah schon sehr professionell aus, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ja, schönes, langes Opening. Das Einzige, wenn ich schon mal gleich reinstarten darf, was mich gestört hat, dass die Jury mittendrin vorgestellt wurde. Weil ich habe so gedacht, hey, das waren jetzt alle Kandidaten. Dann wurde die Jury vorgestellt und dann wurden die anderen Kandidaten, Kandidatinnen und die Profis weiter vorgestellt. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Ja, man muss dazu sagen, vielleicht zur Erklärung für die, die es noch nicht gesehen haben und erst den Podcast hören. Diesmal, normalerweise ist es ja so, es gibt ein Opening, die Jury kommt rein, Moderatoren kommen rein und dann werden nacheinander die Tanzpaare reingeholt. Diesmal waren die Tanzpaare aber im Opening mit reingearbeitet. Jeder hatte so seine kurze Vorstellung, wo sie sich dann auch zu der Musik bewegt haben. So ein paar kleine Schritte. Und ja, du hast recht, es wurde unterbrochen von der Jury. Und ich war dann schon, sind wir schon auf so wenig Paare runter? Nee, kann nicht sein, da fehlten noch Leute. Ja. Ich hätte aber zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen können, wer mir fehlt. Weil dann einfach so die Jury und ja, dass da noch, ich glaube, 3 Paare wurden dann noch angesagt. Ich hätte nicht sagen können, dass die fehlen. Also ne? Nicht, weil ich sie nicht auf dem Schirm habe. Es war, ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig und das Einzige, was ich so gedacht habe, als ich Detlef gesehen habe, oh nein, Fransenalarm, das kommen wir später noch zu, da habe ich schon gedacht, sehr gewagt. Aber die hat mir wirklich, war ein sehr schönes Opening. Ja, und die beiden Schauspieler konnten ganz gut mithalten. Also es ist jetzt nicht negativ aufgefallen oder so. Da hat man gesehen, dass die auf jeden Fall auch ordentlich Tanztraining gehabt haben mussten, die beiden. Ja, obwohl ich, also zwischendurch ist mir aufgefallen, dass zumindest bei Yannick Schürmann ist es mir aufgefallen, der hat immer mal wieder zu den Seiten gestielt, wo wir gerade in der Choreo sind. So. Ich glaube, der war sehr aufgeregt. Ja, wäre ich aber, hallo? So, also, ich meine, die sind ja nun mal keine Tanzprofis, die beiden. Yannick Schürmann und Emma Nova. Emma Nova kenne ich jetzt nicht so, aber ich weiß, dass Yannick Schürmann ist halt ein Schauspieler, ne? Also, ich glaube auch dieses Live-Publikum vor, also der weiß ja auch, ne, das gucken Millionen Menschen zu. Mhm. Ich glaube, das hat er so auch noch nie gehabt. Also ist auch schon eine andere Hausnummer. Ja, also der hatte, was aber auch, finde ich, wieder zeigt, dass er sehr viel Respekt davor hat, ne, was da passiert. Also ist nicht so ein Auftritt gewesen, ich gehe da mal eben hin, promote mal hier meine neue Serie und bin dann wieder weg, sondern war ganz cool. Zum fünften Mal war sehr schön, das Opening. Ja, dann wurde ja noch so ein bisschen, standen sie da in Reihe und Glied alle. Erstmal hat leider der Sprecher vergessen, dass Sophia und Alexandru mittanzen und hat zweimal Lulu und Massimo aufgerufen. Naja, hat Daniel dann ja richtig gestellt, als sie dann da aufgereiht standen. Und mir ist mal wieder aufgefallen, dass Deutsche
nicht klatschen können. Nö. Leute, wenn man cool sein will beim Klatschen, klatscht man nicht 1, 2, 3, 4. Nicht auf jedem Beat, sondern man klatscht nur jeden zweiten. Das sieht besser aus, das hört sich besser an. Das kann fast jeder auf der Welt, nur Deutsche schaffen es nicht. Die klatschen immer alle vier Klatscher durch. Oh, ich finde es furchtbar. Ich glaube, dass unsere Zuhörer an den Endgeräten sehr gut klatschen können. Ich glaube, die hätten es drauf. Okay, gut. Ich vertraue dir. Ja, das glaube ich schon. Die beweisen ja auch schon sehr guten Geschmack, was das Hören angeht. Dann können die auch gut klatschen. Ja, bevor ich gleich wieder von dir angesprochen werde, was ich zur Jury und zu den Moderatoren sage. Ich fand die Moderatoren sehr dezent gekleidet, sehr eher unscheinbar, klassisch. Ja, ja. Und sahen aber doch trotzdem gut aus, natürlich. Aber ich finde generell, alle waren heute sehr unscheinbar im Gegensatz zu den anderen Shows. Ja, also von den Jury und Moderatoren. Ja, was auch überhaupt nicht schlimm ist, ne? Also, Roche sah, ich fand, das sah gut aus, was Roche heute anhatte. Doch, fand ich auch, das sah. Herr Lambi sah aus wie immer, auch immer sehr adrett und sehr gut gekleidet. Motzi gefiel mir die Frisur nicht so mit diesem zurückgeklatscht. Das ist nicht so meins, aber whatever. Geht's ja auch nicht primär. Wollen wir reinstarten? Ja, von mir aus können wir mit Valentino und Ann-Kathrin starten, dem ersten Tanzpaar. Tanzen einen Quickstep zu Dance Monkey. Wie passend. Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen habe ich mich. Da sind wir noch gar nicht. Okay. Ich wollte schon über das Lied reden, aber da sind wir noch gar nicht. Also die eine Woche Pause und schon ist man raus hier. No, okay. Ich habe tatsächlich diesmal zu den meisten Matzen nicht so wahnsinnig viel aufgeschrieben. Ich auch nicht mehr so viel, aber ich finde bei den beiden ist das, oh, das war so schön. Das ist, ich glaube, wir hatten es schon mal an der Folge davor, aber nicht mit den beiden. So als wenn sich zwei Freunde treffen und tanzen wollen. Also von außen fühlt es sich so an, als wenn sich da eine große Freundschaft entwickelt, weil das so herzlich ist, wie die sich begegnen. Ja. Und auch auf Augenhöhe. Und ich fand, dass Ann-Kathrin, also das war ein schönes Training. Ich fand, das hat Spaß gemacht anzusehen. Und jetzt in Anführungszeichen, es war nicht mehr so viel Rumgeheule. Die hat halt einfach gemacht und hat gesagt, so, ich will jetzt einfach Spaß haben. Das hat mir so gut an der Matz gefallen. Das, weil in Show 2 und 3 war sie ja immer noch ein bisschen verzweifelt, wenn sie was nicht hingekriegt hat. Da war sie ja leicht den Tränen nah. Und jetzt, ach komm, dann machen wir es halt nochmal. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat ich fand auch, Spaß gemacht. Die Stimmung war wirklich gut. Das war super positiv. Ich fand es auch total süß, dass sie mit reingeschnitten haben, wie Valentin im Krankenhaus bei Renata die Live-Show geguckt hat und getanzt hat. Und das fand ich voll. Ich fand einfach eine sehr süße, private, persönliche Matz. So. Was natürlich auch ein Drama gewesen wäre, wenn sie dann jetzt rausgeflogen wäre letzte Woche mit Bigane, vor 2 Wochen. Ja. Das wäre ja schon bitter gewesen. Aber nee, war wirklich, die haben ein gutes Team, was da die Matzen macht. So, was wolltest du jetzt zum Lied sagen? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, dass ich jemand bin, der sich an dem Lied nicht übergehört hat. Mhm. Ich mag das, also mögen ist jetzt übertrieben. Mich stört es nicht, wenn ich dieses Lied höre. Ich finde es gut, weil viele haben sich ja an dem Lied übergehört. Ja, ich auch nicht. Ich mag das Lied gerne hören. So. Und ich finde es nach wie vor gut hörbar und ja. Ich höre das gerne. Von daher. Ja, und ich habe nur so gedacht, was ist mit der Frau passiert? Das war ja überraschend gut, was sie da gemacht hat. Ich fand's auch. Ich fand, sie hatten halt so eine sehr humoristisch angelehnte Choreografie, was ich total cool fand. Passt ja auch irgendwie zu den Dance Monkeys. Ich fand das alles relativ solide. Also sie hat einen enormen Schritt gemacht. Man hat gemerkt, dass bei ihr irgendwie was Klick gemacht hat und sie halt einfach macht. Ja, und sie hat es ja in der Matz auch gesagt, ne? Ich glaube, der Knoten ist geplatzt. Und da habe ich noch so gedacht, wollen wir mal sehen. Aber so nach der ersten Hälfte habe ich so gedacht, ja, anscheinend ist da wirklich irgendwie ein Knoten aufgegangen. Vielleicht hat der Partnertausch oder der erzwungene Partnertausch mit Mika ja doch irgendwie nochmal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bei ihr rausgeholt. Also ja. Auf jeden Fall ist was passiert bei ihr und ja, der Knoten scheint geplatzt zu sein und echt cool. Fand ich auch. Also es ist jetzt immer noch nicht Weltklasse-Performance, wo man sagen kann, okay, das konkurriert mit den meisten anderen, wenn man mal ehrlich ist. Aber nee, das nicht. Eine enorme Steigerung. Ja, und wieder hier dieses, das könnte ich sein, ne, als Zuschauer. Genau das könnte ich sein. Ich habe jetzt 2 Wochen Tanztraining gehabt und jetzt ist wieder, weiß ich nicht,
eine Vorführung vor der Tanzakademie oder was, ob ich da jetzt noch weiter tanzen darf. Und das ist halt so, ich komme jetzt nicht aufs deutsche Wort, so relatable, ne? Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum sie immer noch da ist. Weil ich glaube, das macht sie aus. Ja. Dieses Nahbare. Ja. Dieses, und ich kann mich damit identifizieren, mit dieser Frau. Ja, und sie ist einfach auch nicht, das klingt jetzt böse, es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber sie ist nicht einer von den Stars, sondern eher einer von uns. Wenn man jetzt analytisch rangeht, finde ich, sie hatte am Anfang einen sehr guten Einstieg. Und sie hat halt über die Zeit so ein bisschen die Haltung wieder verloren. Sie sind dann ja einmal so vorm Pult lang, da hat man auch voll gesehen, dass sie raus war, kurz. Man hat sie leider angemerkt. Aber sie ist wieder reingekommen. Ja. Das ist ja das Wichtige. Das ist ja das Wichtige, genau. Mich hat tatsächlich, oh, jetzt wollte ich es gerade wieder sagen. Mich hat ja der Rock so ein bisschen gestört. Ja, der war komisch geschnitten. Ja, und das war mir zu viel Tüll und ich glaube, ich konnte mich gar nicht so auf die Füße konzentrieren, wie ich es wollte eigentlich. Ja, ich fand sie ein bisschen langsam. Abgelenkt, aber sie hat mich total überrascht und ich fand es sehr, sehr schön. Und wenn man jetzt mal guckt, finde ich, ist sie die Kandidatin, wo sie gestartet ist und wo sie jetzt ist, die meiste Steigerung hat in ihren Tänzen. Mm. Also von der Qualität her. Es gibt welche, die steigern sich von Woche zu Woche und sie ist jetzt auf einmal so, auch wenn das ist ja jetzt nicht High Class, was sie da veranstaltet, ne? Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Aber ich finde, ihre Steigerung ist jetzt schon enorm zur ersten Show und zur zweiten Show. Ich glaube einfach bei ihr, was dich das fühlen lässt, ist, dass man das nicht gedacht hat, dass sie an diesem Punkt kommt, wo sie jetzt ist. Ne, dass der jetzt schon kommt, das ist das, glaube ich, das Überraschende. Dass sie jetzt schon das zeigt, wo man denkt, okay, in Woche 38, die es ja nicht gibt, aber da hätte sie es vielleicht gezeigt. Also nee, ich fand es aber sehr, sehr cool. Ja, die Jury war aber auch begeistert. Ja, und da hätte ich auch... Ja, was hättest du gegeben? Können. Ich hätte auch 6 Punkte gegeben. Ja, ich auch. Und die Jury hätte gegeben, und ich sage es jede Woche wieder, und ich werde auch nicht damit aufhören. Wir lesen immer nur die Punkte vor und das ist wie im Fernsehen, die Reihenfolge Roche, Mozzi und Herr Lambi. Da können wir heute auch mal wieder ein bisschen mehr drauf achten, dass es Herr Lambi ist. Und die Jury hätte gegeben 6-6-4, 16 Punkte. Und es geht bergauf. Ja, und ich finde, es ist eine realistische, angebrachte Punktzahl für Ann-Kathrin. Ja, sie freut sich ja auch, ne? Also es ist ja nicht so, dass sie da steht, oh, 16 Punkte. Nee, die freut sich wirklich. Und das ist auch das Schöne, dass sich eine Kandidatin darüber freut. Das ist ja nun mal das Mittelfeld, ne? Also 16 ist fast die Hälfte von 30. Ein Punkt mehr und das ist doch gut. Ja, und sie hat 3 Punkte mehr als die Woche davor. Ja, und das hört sich immer so wenig an, aber eigentlich ist 16 Punkte ja wirklich gut. Es ist nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Ja, sie wurde von der Jury gelobt. Sie hat eine enorme Verbesserung. Roche meint, es sei ihr bester Tanz überhaupt. Alle haben so ein bisschen die Haltung kritisiert. Ja, das habe ich ja auch schon eben gesagt. So, sie hat, fand ich, ganz gut gestartet und deutlich besser als vorher. Auch die Mitte so ein bisschen gefunden und war so gestreckt und so. Und das hat sie verloren über die Zeit. Naja, und den Fehler haben die natürlich auch bemerkt. Aber das sind ja Fehler, die passieren. Das passiert jedem. Ich meine, sogar die Profis können bei einer Meisterschaft einen Fehler machen. Ja, dann fliegen sie wahrscheinlich raus oder kriegen halt dementsprechend wenig Punkte. Aber ja, Fehler passieren. Ja, genau, und es war kein Nebel drüber. Von daher war das ja auch alles sehr ehrlich, was da passiert ist. Ne? Ja, schöner Einstieg. Fand ich auch. Schöner, lockerer, flockiger Einstieg. Absolut. Und danach kam ja schon eins meiner Highlights des Abends. Ja. Mit Vadim und Jana. Die den langsamen Walzer getanzt haben zu... Get Here. Ja, wenn wir bei der Mats wieder starten, bei den beiden, gab es einen ganz kurzen Rückblick und dann direkt zum Training. Und es war ein typischer, na weiß ich nicht, ob es ein typischer Vadim war, aber ja, ich finde, er hat so einen eigenen Footprint in den Matzen auch. Ich weiß nicht, ob er jedes Jahr mit den gleichen Leuten vielleicht arbeitet. Was ich mega krass fand, war einfach, dass Jana alles aufschreibt. Ja. Ich wüsste ja gar nicht, was ich aufschreiben sollte, um mal ehrlich zu sein. Ich habe ja auch Tanztraining hinter mir. 80% der Schritte wüsste ich jetzt nicht, wie ich die notieren sollte. Das ist wahrscheinlich die Journalistin in ihr. Wahrscheinlich. Die schreibt was auf und dann weiß sie genau, was damit gemeint ist. Was ich aber noch
viel beeindruckender fand, muss ich sagen. Und das ist mir das erste Mal so krass bei irgendeiner Mats aufgefallen, dass Vadim sein Training total erklärt hat. Er hat erklärt, wie er ihr das beibringt und wie das genau gemacht wird und so. Das war sehr, es wäre fast wie ein Tanz-Tutorial aufgebaut. Okay, das nimmst du anders wahr als ich, aber ja, das glaube ich dir. Also hatte ich so vom Gefühl her, ich hätte da, nachdem wie er das quasi erklärt hat, hätte ich es nachmachen können. Also ich wusste was er von mir will. So. Ich habe halt noch so gedacht, oh, aber in Anführungszeichen, ne, mit dem Lächeln hinter. Sie haben ganz schön hochgestapelt in der Matz und ich habe mich wirklich gefreut, weil bei den beiden hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie es verkacken. Aber in der Matz haben sie doch schon ganz schön hochgestapelt und ich saß da so, ja bitte, bitte, setz das dann auch so um. Also ja, obwohl ich, war, Jana hat ja dann gesagt, dass sie sich vorgenommen, also ihr Wunsch wäre es, hängen zu bleiben, im Gedächtnis zu bleiben und im Herz. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Aussage. Ja, der Tanz. Das hat sich dann auch bestätigt, was sie gesagt hat. Weil es hat wirklich leicht, ja, es sah leicht aus, es sah schön aus, es sah einfach aus. Also es war wirklich, durchweg fand ich es wirklich schön. Ich fand das Bühnenbild vom Anfang schon wahnsinnig schön mit dem Baum und der Parkbank da. Sie haben eins der wenigen Bühnenbilder, die ich noch im Kopf habe, weil ich heute wirklich, oh, ich weiß nicht, was ich heute für eine Show gesehen habe, aber anscheinend eine andere als alle anderen. Zum Teil ja, aber da stimmt es bei mir noch. Ja, ich bin, glaube ich, nur auf zwei Bühnendinger eingegangen, weil ich doch sehr auf die Tänze heute geachtet habe. Warum, was heute mit mir los ist, weiß ich nicht. Aber ja, aber das fand ich auch wirklich sehr schön. Auch so leicht, ne? Das hat schön zum Tanz gepasst. Ich fand auch, sie hatte auch einen tollen Gesichtsausdruck. Nicht übertrieben oder so, aber wirklich glücklich, schön. Sie hatte tolle Körperlinien, eine tolle Musikalität. Und ich habe mir auch ganz fett aufgeschrieben, Leichtigkeit. Und ja, das zog sich bei mir und Jana da so ein bisschen durch. Ich hätte mir eine andere Farbe für die Outfits gewünscht. Ich fand das Blau, boah, ich mag diese Farbe, also dieses hell Babyblau, ich mag das nicht. Das fand ich für mich, das ist aber nur eine persönliche Meinung, fand ich jetzt nicht so. Aber es drückt ja auch eine gewisse Leichtigkeit aus, diese Farbe, ne? Aber ich mag halt die Farbe einfach nicht. Das hat jetzt aber mit dem Tanz nichts zu tun gehabt. Ich fand's passend. Aber das spreche ich ja meistens an, Outfits und Bühne. Aber nein, sie haben nicht zu hoch gestapelt, haben sehr ordentlich gemacht. Und ich hätte auch 9 Punkte gegeben. Ja, ich auch. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Von der Jury gab es dann 10, 9 und 10, 29 Punkte. Mm. Was war da los, Motzi? Naja, Motzi hat wahrscheinlich so wie wir gedacht. Es müssen noch nicht unbedingt 10 Punkte raus. Wer weiß, ob noch mal was Besseres kommt. Ja, ich glaube auch, dass sie sich noch mal zu dem steigern kann, aber ich fand es sehr schön, dass Roche gesagt hat, also er hat halt gesagt, dass Jana anscheinend eine Geheimwaffe ist. Ich glaube auch, dass sie weit kommt. Und Vadim war auch deutlich berührt bei der Punktzahl. Also das hat er wohl auch nicht kommen sehen, dass das so gut ist. Ich glaube, er hat im Gefühl gehabt, das war wirklich gut. Aber ich glaube, mit 29 hat er nicht gerechnet, so wie er geguckt hat. Mhm. Hatte ich auch das Gefühl. Was ich prägnant fand für das Jury-Urteil ist, dass Motzi gesagt hat, Jana hat halt einfach das Talent und vor allem das Talent, hart zu arbeiten und es dann nach Leichtigkeit aussehen zu lassen. Und Talent wird ja immer so beschrieben mit, man wird geboren, hat halt das Talent und dann kann man das besonders gut. Aber diese ganzen, sag ich mal, Künstler, Tänzer, Sänger, ja, es ist eine gewisse Talentierung da, aber das bedeutet trotzdem auch viel, viel, viel Training und harte Arbeit. Und das fand ich ganz, ganz cool zu hören so. Und von Herr Lambi, der hat halt, er sagt ja immer, das sagt er auch in jeder Staffel und immer von Anfang an, die Basis muss gelegt werden und dann kann es losgehen. Und dann kann es auch richtig toll werden. Und er hat halt Jana und Vadim gelobt, weil sie diese Basis halt erarbeitet haben. Und jetzt ist die Basis da und das sieht man, weil sie dann mit Leichtigkeit das alles tanzen kann. Und das wird sich auch in den zukünftigen Tänzen vermutlich sehen lassen können. Wollte ich gerade sagen, ist halt auch, da merkt man auch, wie sehr Vadim zuhört, ne? Mhm. Dass er versteht, was sie wollen. Und jetzt schon, ich meine, ist schon in Anführungszeichen Show 5, aber dass er jetzt schon
diesen Grundstein gelegt hat. Und ich glaube, wir können noch Großes erwarten von den beiden. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Weiter so, Jana. Ja, bitte, bitte, bitte. Jana, einer meiner Favoriten. Ganz ehrlich. Oh, es wäre so schön, wenn das Finale so ein Underdog-Finale wäre, wo keiner mit gerechnet hätte von Anfang an. Das wäre so toll. Aber wir lassen uns überraschen. Das ist halt einfach wirklich so. Ich finde, diese Staffel sind viele Kandidaten da, die einfach interessant sind und die Lust auf mehr machen und die dann auf einmal richtig toll sind und ja, dann auch mal wieder ein bisschen schlechter und das ist so ausgeglichen. Und ja, so zum Beispiel wie Ann-Kathrin. Ann-Kathrin ist auch einer von meinen Lieblings. Ich mag die unglaublich gerne und ich mag den gerne zugucken, ihr und Vadim. Ja, werden keine Favoriten sein, aber Valentin, es macht Spaß, den zuzugucken. Mit Valentin natürlich. Ja, aber da würde ich nachher gerne nochmal drüber reden. Ja, ich auch. Ich habe nur einen Schnaps getrunken. Das brauchte ich nach der Show. Werde ich euch was sagen, warum nachher. Wollen wir zu Tanz 3 kommen? Ja, und damit ging es dann bei mir bergab in dieser Show. Ekaterina und Detlef tanzen eine Samba zu. Zum Takita. Keine Ahnung. Wie gut, dass du das vorliest. Oder das aufschreibst, ich ja nicht. Und wollen wir mit der Mats anfangen? Ja, bitte. Fang gerne an mit der Mats. Den Rückblick auf das Juryurteil unnötig, da sie ja mit 21 Punkten letztes Mal rausgegangen sind, die ich ja viel zu hoch fand, muss man sich jetzt nicht drüber beschweren. Ich fand's nicht schlecht. Was soll ich sagen, ohne dass ich mich unbeliebt mache? Hier steht, ja, schwer, oh Mann, oh Mann. Wie soll ich es nett ausdrücken? Ich habe von einem Tanzcoach ein bisschen mehr erwartet und ich kann das nicht mehr ernst nehmen, dass er jede Woche sagt, das ist so schwer und ich kann das nicht. Und er lässt sich ja, nee, ich höre auf zu reden, weil ich kann das nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Und jeder, der ihn nicht kennt, der denkt doch, der war mal Tanzcoach und wir haben es ja, also unsere Generation hat ihn ja früher erlebt. Und wie hat er die Leute fertig gemacht, wenn die mal was nicht hingekriegt haben in der Stunde? Der hat Kandidatinnen angeschrien im Tanztraining, warum die zu blöd sind, sich zwei Schritte zu merken. Mhm. Und wenn ich das jetzt sehe, ich finde es alles sehr, ich kann das nicht mehr ernst nehmen, was da passiert. Also es tut mir ein bisschen für E-Cut leid, weil die steckt da jetzt mit drin. Ich finde es sehr schwierig. Ich finde, also, ja. Ich fand die erste Hälfte der Mats relativ okay. So, halt nicht besonders aussagekräftig, aber unterhaltsam. Mit dem Recap und dass die Jury viel Kritik gegeben hat, das finde ich auch, das darf man erwähnen und das darf einen auch treffen, finde ich. Gerade wenn man aus dem kommt, dann wurde ja von E-Cat kurz erklärt, was ist Samba, was macht Samba aus. Ja, da ruder ich vielleicht jetzt auch ein bisschen zurück, das war, aber trotzdem. Dass sie diesmal kein Drama und keine Lifts wollen, weil das ja kritisiert wurde. Ich fand generell war es viel Show und wenig Training und dann kommen wir zu dem, was du gerade quasi kritisiert hast und was mich auch genervt hat, zum Teil an der Mats. Ich hatte das Gefühl, er will sich absichtlich, und das nicht nur heute, sondern schon, das bahnte sich schon in den Shows davor an, er will sich absichtlich als ein Anfänger und Nichtskönner darstellen. Und das, finde ich, ist die falsche Darstellung. Okay, ja, vielleicht fällt es ihm schwer, aber dann kann man auch einfach sagen, ja, ich tanze schon seit Jahren. Mir fällt schon immer schwer, mir Schritte zu merken. Punkt. Da braucht man kein Drama draus machen. Und oh, ich kann ja gar nichts. Und ich weiß nicht mal, ist gerade, als würde ich das erste Mal gehen lernen. Mich nervt diese Darstellung von jemandem, der Tänzer ist. Mich nervt das. Ich finde es unpassend. Und im Laufe der Show ist mir halt aufgefallen, also ist mir nicht aufgefallen, aber es gibt so gewisse Kategorien, Rollen, die Tanzpaare jedes Jahr so ein bisschen erfüllen. Der ist der, da ist so und so. Und er hat halt irgendwie diese Nichtskönnerrolle abbekommen, was ich für ihn total unpassend finde. Ja. Ja, wie gesagt, wenn man ihn nicht kennen würde, macht das alles Sinn. Aber da ja nun, ich will jetzt auch nicht für die Zuschauer reden, aber ich kenne ihn halt anders. Und ich habe einfach viel, viel mehr erwartet. Und wie gesagt, alle, die damals so fertig gemacht worden sind, die werden jetzt wahrscheinlich zu Hause sich ins Fäustchen lachen und denken, sag mal, was ist denn bei dir los? Mich hast du damals angeschrien, wie blöd ich bin und du kriegst jetzt immer zwei Schritte hin? Ja. Weißt du, das ist so, ich finde, ja, lass uns zum Tanz. Meine Überlegung war halt, und
das ist wirklich nur eine Überlegung und eine Vermutung und da habe ich noch keine tieferen Gedanken zu, weil wir das halt eben gerade erst geguckt haben alles. Aber es ist so ein bisschen, in meinem Kopf zieht es sich durch Iketts Kandidaten durch. Mit Timon war sie auch so. Mit Pascal Hens weiß ich es jetzt gerade nicht, aber mit Ingolf war sie auch so. Es ist immer Iket, der Profi. Gil haben wir nicht gesehen, die Staffel. Nee. Bei Pommes weiß ich es halt wirklich nicht, bei Pascal Hens. Ja, aber es zieht sich so ein bisschen durch. Sie ist halt immer so, sie verdreht gerne mal die Augen. Sie macht sich lustig, so ein bisschen lustig mit einem Augenzwinkern und total nett. Es heißt nicht, dass ich Iket nicht mag. Ja, aber dann muss er Profi genug sein und sagen, nee, also die Rolle kann ich jetzt einfach nicht spielen. Ja. Das kann ich jetzt hier nicht mitmachen, weil ich mache mich ja unglaubwürdig. Aber es muss ja nicht eine abgesprochene Rolle sein. Es gibt halt einfach Menschen, die dich auf eine gewisse Art und Weise dich fühlen lassen. Und vielleicht ist das einfach das, was Iket bei Menschen auslöst. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, wollen wir zum Tanz kommen? Es fiel mir schwer, unter den ganzen Punkten da irgendwie losgelöst an den Tanz ranzugehen, weil auch ich fand das Outfit furchtbar von ihm. Und wie gesagt, Fransen Outfits heißt bei mir immer, da soll was kaschiert werden. Ich hätte ihn gerne ohne die Fransen tanzen sehen. Ja. Ich fand das Lied eine Katastrophe. Ich fand das ganz, ganz furchtbar. Es hat aber zu einer Samba gepasst, das kann ich verstehen, aber ich fand das Lied unheimlich nervig. Aber wahrscheinlich ist es halt auch das Ganze drumrum. Ja, mehr habe ich nicht. Wo du gerade mit Outfit beschäftigt warst, ja, ich wusste auch sofort, dass die Fransenhose mich stört und dass sie dich definitiv stört. Ich weiß nicht, habe ich es schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es wird dir, also der sieht im Training, sieht er schlank aus, sieht aus, als hätte er eine gute Figur, eine relativ durchtrainierte Figur, trägt in jeder Show ein Bauchweggürtel. Wieso? Da habe ich noch nicht drauf geachtet. Muss man was mir, also, was mir jetzt gerade so kommt, hat jemals ein männlicher Promi mit einer Fransenhose getanzt in der Samba? Glaube ja. Ja, okay. Ich glaube schon. Muss ich nochmal ins Rabbit Hole einsteigen, was die Outfits angeht. Bei mir ist halt wirklich, ich muss da leider so ein bisschen Juryurteil jetzt schon mit reinfließen lassen, weil ich echt geschockt war. Ich fand das, ja. Ich fand nicht, dass er sehr beweglich war. Ja. Ich fand seine Schulterlinie, seine Halslinie, seine Schulterisolation und Bewegung fand ich richtig gut. Das fand ich super, seine Linien. Aber ich fand... Darf ich einmal kurz dazwischen grätschen und sagen, dass Ekat wirklich geil war? Ekat, ja, die ist Hammer. Ne, also das nur mal dazu. Also das ist ja trotzdem eine Bombenfrau. Und also die sah auch die toll aus. Geil. Ja, so, das wollte ich nur einmal kurz dazwischen schieben. Sorry. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, ob es an der Fransenhose lag, aber ich habe das Gefühl gehabt, seine Hüfte hat sich gar nicht bewegt. Ich fand ihn total steif in der Hüfte und ich fand ihn schwerfällig in der Bewegung. Das ja, war halt... fand ich auch. Die Jury hat das komplette Gegenteil gesagt. Deswegen würde ich den Tanz gerne mal ohne diese Hose sehen. Ja, das wäre vermutlich gut. Wollen wir schon mal dazu kommen, weil ich hätte nämlich 5 Punkte gegeben. Ich hätte 6 gegeben. Ja, die Jury ist ja total ausgerastet. Ja. Es gab nämlich 10, 10 und 9 Punkte, 29 Punkte und kritisiert wurde im Prinzip eigentlich nur von Herrn Lambi die Fußarbeit, denn der Rest wurde von allen als mega geil und toll und begeistert und tolles Zusammenspiel, weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, ich sehe Gesichtskirmes und eine steife Hüfte mit einer komischen Fransenhose. Es tut mir leid, vielleicht bin ich auch einfach nicht neutral genug für diesen Job. Ich habe schon überlegt, ob es daran liegt, dass wir dieses Jahr, also mir ist aufgefallen, ich gucke diese Show, jetzt wo wir das hier machen, ja schon anders. Ja. Und vielleicht wäre es mir nicht so aufgefallen, wenn ich sie normal geguckt hätte. Ja, wie gesagt, das war so der erste Tanz, wo ich gedacht habe, also was habe ich gerade gesehen und was hat die Jury gesehen? Ich finde es total überbewertet und ich finde diese Favoritenrolle von ihm, von Anfang an ist diese Favoritenrolle da. Und ich finde, für mich hat er noch nicht einmal gezeigt, dass er diese Favoritenrolle wirklich trägt. Und ich fände es... Man muss dazu sagen, ich fand... Ja auch, viele finden es gut, was er da macht. Ich finde es halt nicht gut, dann bin ich halt einer von wenigen. Ist mir egal, aber ich... Ich fand die Jury generell sehr wohlwollend heute. Ich fand sie generell nicht sehr kritisch und relativ wohlwollend, ja. Und den Favoriten gegenüber.
Nee, ich fand Oder das den in meisten dem, gegenüber. okay, Sie waren gut. auch zu Ann-Kathrin sehr nett. Es wurden Fehler gesehen, ja, aber trotzdem waren sie sehr pushend. Das ist so ein bisschen so vor Ostern machen wir mal alle fertig und nach Ostern, nach der Pause, schön, dass ihr wieder da seid, das war alles toll. Ja, aber wie gesagt, so toll war, fand ich es jetzt nicht. Nee, Und hier auch nicht. Und ja, ich muss dir recht geben, dieses Jahr gucke ich auch anders. So, dadurch, dass ich halt alles mir notieren will, natürlich guckt man anders drauf. Und man denkt auch über die Urteile ein bisschen anders nach. Ich glaube, sonst wäre es halt einfach wieder weg aus unseren Gedanken und dann ist beim nächsten und man ist wieder glücklich und alles ist toll. Jetzt bleibt es natürlich hängen, weil man es auch alles aufgeschrieben hat. Und man versucht auch für den Podcast das so ein bisschen natürlich zu bewerten und zu vergleichen, seine Meinung mit der Meinung der Jury und so. Ich hatte halt voll das Gefühl, als würden sie ihn hochpushen wollen. Letztes Mal haben sie ihn fertig gemacht und jetzt pushen sie ihn hoch. ja, was, als die Punkte dann vergeben waren, ne, und wieso solltet ihr weiterkommen? Auch wieder dieses Jahr, dass Eckart das mit mir aushält und, ne, und oh, ich kann ja nichts. So, das hat er nicht wortwörtlich gesagt, aber auch das, so, ich denke, oh, meine Güte, ey. Naja, in Also. letzter Konsequenz ist Tanz auch eine Kunstform und Kunst liegt immer im Auge des Betrachters und wir haben vielleicht einfach eine andere Meinung. Ja. Das darf ja durchaus so sein. Lass uns mit was anderem weitermachen. Mit Tanz Tja, 4. mit was Schönem. Alexandru und Sophia tanzen den Tango. Ja, zu Shivers. Ja. Zu dem Lied würde ich gleich nochmal was sagen. Der Rückblick in der Matz. Da gab es ja auch den Rückblick. Darf ich mich wieder aufregen, dass ich fand, dass es viel zu wenig Punkte waren. Für den wunderschönen Contemporary. Ja. Ja, strenges Training. Ich finde diese Vertrautheit ganz schön und wie sie versucht, die Verführerin zu spielen. Und immer wieder, ich fand dieses herrlich. Ich finde es halt Diese Schüchterne bei ihr, ich mag das. ich finde, die beiden haben einen ganz guten Mix. So, erstmal, Sophia fängt immer an mit, dass sie das unbedingt will und dass sie total motiviert ist und das finde ich auch voll schön und ich glaube ihr das auch. Das Training wird, finde ich, deutlich härter bei den beiden und dann fällt sie irgendwann in ihre Rolle, die Panik und Selbstzweifel. Das ist auch bei jeder Matz bei den beiden so. Trotzdem finde ich, schafft es Alexandro halt, sie immer so mit Witz und Charme da rauszuholen und dann geht es halt oft um ihre feminine Seite, um ihre Weiblichkeit, dass sie dann darüber dann wieder anfangen können zu lachen und so und den Bogen wieder kriegen. Es ist immer relativ gleich bei den beiden aufgebaut. Motivation, hartes Training, Verzweiflung und dann Ja, wieder Lachen. sie muss da gar nicht. Oh, die macht das so gut. Das ist nicht, ja, natürlich ist das als Außenstehender leicht zu sagen, aber die macht das so gut. Die braucht sich da gar keine Gedanken machen, weil wenn das bei ihr weg wäre, so, ne, diese Unsicherheit, dann wäre die wirklich. Oh, dann wäre die ja noch besser, als sie jetzt schon ist. Und das tut mir mehr so leid, dass sie da so gefangen ist in ihrem Muster. Was das angeht, ne? Es wird mir alles zu viel, Flucht und ah, oh, das tut mir so leid. Und das wird er nicht hinkriegen, psychologisch. Das glaube ich nicht. Nein, geht ja auch gar nicht. Das ist zu viel Arbeit wahrscheinlich bei ihr. Das kann er nicht. Aber ja, oh, wenn das nicht wäre, die wäre ja top, wäre die. Und die sieht, ich habe es mir in der Matz als allererstes aufgeschrieben und beim Tanz dann auch wieder. Ich finde, Sophia sieht so hübsch aus, so toll. So sexy. Endlich sagst du es mal, dann brauche ich das nicht schon wieder. Ich sage es Wirklich. gerne. Ich Nee, finde dann die brauche ich es schon wieder sagen. Ja, das ist so Hammer. toll. Und sie Und können ja auch gerne zum Tanz schon kommen sonst. ja, der Start da hinter diesem Gitter, wie sie sich bewegt hat, fand ich so sexy. Ja, und doof, dass das so blurry war, dass das so verschwommen war. Ich Nee, hätte das sie fand da ich gerade gerne. gut. Ja, oh, die war. Alter, die hat Beine, die Frau. Es ist ja Wahnsinn. Und die hat wirklich, wirklich Oh. tolle, tolle Körperlinien, wie die sich strecken kann und verbiegen kann, ja zum Teil sogar. Und in den Hebungen sieht sie toll aus. Ich fand ihren Blick heute erstmalig richtig gut, Und wenn man sie muss so sagen, diesen fixierenden Blick vom Tango hat sie gehabt und so. Echt wo du gut. gerade sagst, Verbiegung, ich meine, das ist für sie ja auch nicht einfach mit ihrer, und von Masse spreche ich jetzt wieder von der Muskelmasse im Ja. Positiven, ne, das ist ja nicht einfach mit diesen Muskeln dann auch diese, das, ich finde, da hat sie schon enorme Fortschritte gemacht, was das angeht. Das ist schon echt geil. Und ja, Ja. ich habe auch, und sie sah, ja, ich fand, sie sah am Anfang auch so zerbrechlich aus, wo die beiden zusammen. Es war so schön. Ich fand's auch schön, aber ich muss sagen, dass so ab der Hälfte ungefähr fand ich sie schon sehr langsam auf den Füßen und sie hat oft das Gleichgewicht verloren. Sie hat Das war bei mir auch öfter so ein mal gezittert. Wechselbad.
Ja, das war bei mir auch so ein Wechselbad der Gefühle, so, wo ich so dachte, oh, wie schön, und dann so, ah, nein. Aber Und jetzt dann würde wieder, ich oh halt ja, schön, und dann wieder, nein. an der Stelle würde ich aber auf das Lied zurückkommen wollen, Ja, denn Schillers. ich mag das Lied total gerne. Ich fand auch die Version zum Hören wahnsinnig toll. Also mochte ich wirklich mit diesem Tango unterlegten. Aber ich fand es unglaublich langsam. Ja, fand ich auch. Und War dann ist es natürlich auch kein schönes schwerer. Tango-Lied. Ja, also wie gesagt, ich mochte das. Hören mochte ich das, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer war, dazu zu tanzen, weil je langsamer, desto mehr musst du natürlich halten und stehen auf deinen Füßen und auf diesen hohen Absätzen, die sie wahrscheinlich auch nicht alltäglich trägt. Ja, gehört dazu, muss sie lernen, muss man auch kritisieren, wenn es dann nun mal so ist. Aber ich glaube, es war schwer zu Shivers. Das Ja. wollte ich dazu nur sagen. Aber Nichtsdestotrotz hätte ich den ja, beiden sieben ich wollte Punkte noch gegeben. mal Ja. Ich wollte nur und auch noch mal sagen, wie toll Alexandro aussah. Der war ja auch, sah ja auch mega sexy aus. Das kann man ja auch mal erwähnen. Also, Ja, viele Tänze sehen wir jetzt ja auch zum ersten Mal von Alexandru. ja, und ja, du hättest 7 gegeben. Ich Sieben. hätte auch 7 gegeben. Und ich Wenn die finde das Wackler auch nicht so verdient. gewesen wären, dann hätte ich, glaube ich, 8 oder 9 gegeben. Weil ich fand so auch das Ganze drumherum sehr schön. Das hat alles sehr gepasst. Ich fand das Kleid diesmal auch passend. Beim Paso hätte ich mir halt auch so ein Kleid gewünscht. Also diese Farbe. Und nicht dieses Blau. Ich Ich habe hätte auch 7 gegeben. tatsächlich erst 8 aufgeschrieben, habe dann mich aber korrigiert, weil ich dachte so, nee, das war einfach an einigen Stellen zu wackelig. Ja, und dann kam das Juryurteil. Ja, 7, 7, 5, 19 Punkte. Also mehr als 5. Ja, aber Herr Lambi ist da ja immer ein bisschen kritischer unterwegs. Ich hätte tatsächlich mit 6 gerechnet von ihm, aber gut. 19 Punkte ist ja aber auch gut. Das ist ja nicht schlecht. Nee, ich finde halt wirklich, die Punkte für Ann-Kathrin und für Sophia sind realistische Punkte. Ich finde die auch nicht schlecht. Aber ja, einige sind halt dann im Gegensatz dazu vielleicht ein bisschen überbewertet. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass sie schon ein bisschen enttäuscht war nach dem Tanz. Sie Ja. wirkte ein bisschen niedergeschmettert. Aber Sophia, brauchst du nicht sein. Du machst das alles echt geil. Fand ich auch. Herr Lambi hat gesagt, war ein bisschen enttäuscht. Sie hätte schneller sein müssen auf dem Fuß und so. Und ich weiß, was er meint. Ich hätte jetzt nicht mit, ich bin enttäuscht ausgedrückt, aber ich weiß, was er meint mit, sie war nicht schnell genug auf dem Fuß. Roche war sehr motivierend und hat gesagt, sie hatte tolle Energie und am Anfang und so. Und sie soll bloß weitermachen. Und Mozzi hat sie sogar relativ gelobt und hat gesagt, Mensch, das war erst ihr zweiter Standardtanz. Vorher hat sie Latein viel getanzt und daraufhin hat Herr Lambi, hat man genau gesehen, auch stark nochmal überlegt, weil ich glaube, er wäre sonst vielleicht sogar noch kritischer gewesen. Ja, und ja, das macht ja auch was mit der Haltung, ne? Also Ja. wenn du da zweimal, ich sage jetzt mal, ein bisschen salopp, sich relativ frei, also wenn du dich in den anderen Tänzen so relativ frei bewegen kannst und jetzt das zweite Mal Standard und du brauchst diese gewisse Haltung, ist es schon schwierig. Da Ja. haben andere schon, also da hat Jana zum Beispiel schon einen kleinen Vorteil, ne? Also die hatte jetzt immer einen guten Mix. Aber gut, ich finde es trotzdem, oh, ich hoffe, die bleibt noch lange dabei. Das hoffe ich Gucken wir auch. mal. Lange dabei. Ich muss ja zugeben, jetzt kommt ein Tanzpaar, was ich vielleicht nicht unbedingt vermissen würde. Platz 5, Massimo und Lulu tanzen den Charleston. Den Charleston, ja, zu Crazy in Love. Und ich kann nicht mal sagen, die machen das toll, aber Wo sind wir noch schon? In der Matz noch? Oder? ich bin nur im Allgemeinen gerade, weil ich ja gerade gesagt habe, ich würde dieses Tanzpaar nicht so vermissen. Das wollte ich nur kurz reflektieren. Ich muss sagen, sie sind mir relativ egal als Tanzpaar. So, das wollte ich damit sagen. Ich finde sie nicht schlecht, ich finde sie aber jetzt auch nicht beeindruckend für mich. Ja, bei mir spielt da auch wieder ganz viel zusammen. Wir können ja mal mit der Matz beginnen. Also man hat gemerkt, dass sie unbedingt gut aussehen will beim Tanzen. Ja. Es fällt ihr schwer, Und sich, es fällt da ihr fand, schwer, ugly zu sein. naja, und da fand ich den Rückblick halt auch ganz geil, ne? Weil die Samba hat sie ja wirklich gut getanzt. Also da kann man ja wirklich nichts sagen. Das war ja wirklich gut. Ich glaube, da hat sie sich aber wohl gefühlt, weil sie sexy sein konnte und ein bisschen Körperaction hatte. Und da habe ich mich in der Matz gefragt, will sie das wirklich? Will sie da eigentlich wirklich mit bei sein? Ja, doch. Also das würde ich jetzt, guck mal, es fällt Sophia schwer, weiblich zu sein und sexy zu sein. Lulu fällt es nun mal schwer, albern zu sein und Ah, sich vielleicht zum doch Horst zu ein machen. bisschen doll aufs, aber auch da kann ich nicht mehr, bei den beiden kann ich leider auch nicht mehr zu unterscheiden. Und dann fingen sie auch wieder an mit Sarah, den Vergleich und. Ja, aber ich habe aufgeschrieben, also in der Matz habe ich aufgeschrieben, endlich sie als Person und als Künstlerin. Und sie hat ja nur in einem Nebensatz nochmal Sarah kurz erwähnt. Also ich finde, langsam löst sie sich davon. Könnte für mich schneller gehen und vielleicht wird Sarah ja nächste Woche gar nicht mehr erwähnt, wenn Lulu drin bleibt. Also langsam Ja. macht sie die Schritte. Ja, wollen wir zum Tanz kommen? Ja.
Können wir gerne. Wie soll ich sagen? Ich glaube, Outfits haben bei mir ganz, ganz viel kaputt gemacht, weil ich fand den ersten Teil unheimlich chaotisch. Ich habe keinen roten Faden gesehen. Ich fand es auch überhaupt nicht synchron. Doch, ich fand es schon synchron. Okay, die Hebung ist in die Büchs gegangen, aber gut, das passiert. Das finde ich jetzt gar nicht, finde ich nicht schlimm, das kann passieren. Und eine Hebung ist jetzt ja auch nicht, du hast einen Tanzschritt vergessen oder so. Hat halt nicht funktioniert, fertig. Und mich haben diese Outfits total rausgebracht. Für mich hat das, ich fand es schwierig zu folgen. Wie gesagt, für mich hat das ganz oft chaotisch ausgesehen und nicht synchron. Und ich würde den Tanz gerne mit anderen Outfits sehen. Mich hat irgendwie das total aufgehalten, dass sie flache Schuhe anhatte und halt auch einen Anzug. Ich weiß also, was du meinst mit dem Outfit. Ich hätte sie einfach. Mir war das auch zu viel Glitzer. Das hat mich alles so wirr gemacht im Kopf wahrscheinlich, dass ich gar nicht richtig gucken konnte. Das war mir zu viel Bling-Bling generell. Also. Nee, fand ich jetzt nicht. Ich fand, es war zu merken. Ich kenne das halt vom Training her und ich glaube, es wurde auch in den letzten Wochen immer mal erwähnt, in den letzten Staffeln immer mal erwähnt. Wenn man im Training nicht Vollgas gibt beim Tanzen einer Choreo, dann ist man auf einmal in der Show, wenn man dann und das muss man Lulu ja lassen. Sie ist eine Rampensau. Und so schwer es ihr auch im Training, in der Matz zumindest, viel albern zu sein und aus sich rauszukommen, ihre Energie war krass wieder und die hatte echt Spaß gefühlt. Aber ich hatte das Gefühl, sie gibt mindestens 30% mehr Energie als vorher und dadurch hat sie mehr Energie verbraucht und war nachher zu müde für die Hebung. Das hatte ich das Gefühl. Ich fand aber, zwei verschiedenen Tänze gesehen. Weil ich habe das Gefühl gehabt, sie hat mit angezogener Handbremse getanzt. Nee, fand ich nicht. Ich fand, sie hat Vollgas gegeben. Ich fand sie mega schnell auf den Füßen. Aber was mir gefehlt hat, ich fand, sie hat dieses typische Swivel, sie hat ihre Füße nicht eingedreht. Auf jeden Fall haben mich ihre Füße gestört, was wahrscheinlich an den Schuhen lag, keine Ahnung. Aber es war mega schnell. Und so und halt die Hebung dann am Ende verkackt. Ja, was hättest du gegeben? Ich hätte nur 6 Punkte gegeben. Trau mich meine gar nicht zu sagen. Ich hätte nur 4 Punkte gegeben. Okay, das finde ich jetzt aber ein bisschen hart. Ja, ich sag ja, ich glaube, das waren die beiden Anzüge, die so viel, es hat mich einfach alles abgelenkt. Ich fand wirklich, ich fand es chaotisch. Aber es ist meine Meinung, ne? Also es ist ja, deswegen sage ich ja, ich würde den Tanz gerne mal mit anderen Klamotten sehen, weil mich hat das so sehr abgelenkt. Aber vielleicht habe ich auch halt einfach nur schlechte Laune. Die Jury hätte 9, 9 und 9 gegeben. Verzählen kann, kommen wir auf 27 Punkte. Und ich finde auch hier die Favoritenrolle nicht gerechtfertigt. Ich sehe die Favoritenrolle bei denen nicht so. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die als in Favoritenrolle gedrückt werden. Sie kriegen große Punkte und sie haben diesmal eine sehr gute Kritik bekommen. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mir die beiden als Favoriten aufgedrückt werden. Ich versuche da mal nächste Woche anders ranzugehen. Das versuchen wir schon die ganze Zeit. Ja. Es ist Kunst, es muss uns nicht alles gefallen. So, ja. Und das hat ja auch, was ich nochmal sagen will, es hat ja auch nichts mit den beiden zu tun. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich Lulu und Massimo überhaupt nicht mag und nicht ausstehen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass sie das ernst nimmt und dass sie will. Das kann ich auch gar nicht anders sagen. Ist bei mir noch nicht so angekommen. Aber es ist halt, wie gesagt, Tanz ist Kunst und Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Ich versuche zwar immer, möglichst neutral technische Sachen zu sehen mit Füßen und so, aber ich bin halt selber kein Profitänzer, deswegen kenne ich mich ja auch nicht mit allem so richtig gut aus. Aber ich habe noch was Positives. Ja. Mir hat das, was man in der Matz von ihrer Musik gehört hat, hat mir, glaube ich, sehr gefallen und da werde ich mal reinhören. Ja, das fand ich auch sehr schön. Vielleicht kann sie mich ja da überzeugen. Es hat auf jeden Fall Lust auf mal reinhören gemacht bei ihr. Das nächste Paar hat anscheinend nach der Werbung gestartet, denn sie wurden von allen so ein bisschen anmoderiert. Fand ich sehr merkwürdig. Ja, und Gabriel war sehr verwundert, dass das Mikrofon nicht an ihn weitergegeben wurde. Ja. Katrin und Marc tanzen nämlich den Slow Fox. Ja, zu I've Got You Under My Skin von Frank Sinatra. Ach, schon 100.000 Mal gehört das Lied in dieser Show. Ist ein schönes Lied. Ich mag Frank Sinatra, das läuft hier ja manchmal auch, die Platten rauf und runter. Ne? Aber es ist halt, es gibt doch noch mehr Lieder für Slow Fox wahrscheinlich. Das ist so. Ja, aber das fand ich jetzt wirklich nicht störend, weil auch bei Marc schon die ganze Zeit gesagt wird, dass er ein Sinatra-Fan ist und er mag das, er steht da einfach drauf und ich fand es sehr passend für die beiden. Lass uns aber erstmal über die Matz reden. Ja, ich habe auf eine Sache nur geachtet, glaube ich. Okay. Auf was? Ich frage mich, was ist mit seinem Daumen los? Oh Mann. Das lässt sich nicht. Lass es los. Ich habe schlaflose Nächte.
Weil im Interview hat er diesen Schutz immer noch, beim Tanzen nicht. Und er ist halt vorsichtig. Ich muss da noch mal tiefer reingehen, was da passiert ist. Nee, also, du musst einfach dir sowas nicht, du darfst dich nicht daran aufhängen. Ich nehme Katrin das immer mehr ab, dass sie sehr zufrieden mit ihm ist als Tanzpartner. Als Verpartnerung. Kann ich verstehen. Also ich finde, die haben im Training Hauptfokus auf Haltung gelegt und es war zu sehen und es fand es sehr lustig. Katrin hat ihm quasi die Fußarbeit erklärt mit Hacken, Hacken, Ferse, flach, Ballen und so. Und ich kann sehr gut verstehen, dass Marc dann total verwirrt war. Das ist ja quasi wie ein Morsecode. War auch lustig, aber auch das hören wir jede Woche, dass das schwierig ist. Das stimmt. Aber es ist vielleicht einfach schwer für ihn. Kann ich verstehen. Ja, aber trotzdem, nochmal, ne? Der hat ein gewisses Alter und dafür macht er es wirklich sehr gut. Es waren schon andere Leute in seinem Alter auf dieser Tanzfläche und haben es nicht ansatzweise so gut gemacht wie er. Ja, und das haben auch schon jüngere Leute verkackt. Das stimmt. Wollen wir zum Tanz kommen? Ja, Katrin hat extra groß angekündigt, dass sie extra Stepptanz mit eingebaut hat. Damit startete es dann ja auch, dass Marc ein Solo im Stepptanz hatte. Und war ich nicht darauf vorbereitet, weil ich dachte, es kommt in der Mitte. Das kam ja immer. Und es war in der Musik. Es war ja nicht selber gesteppt. Doch, das war selber gesteppt. Nein. Doch, du hast doch die Zwischenrufe gehört. Das Mikrofon war auf dem Boden ausgelegt. Aber dann passten Bild und Ton nicht zusammen. Da fand ich wieder, dass das gut zusammenpasste. Weil du hast richtig im Ton gehört, jetzt geht's nach unten. Also. Wo ich noch meinte zu dir, sag mal, sind die Zwischenrufe gerade in der Musik oder so, aber es konnte nicht sein. Und da war das Mikro auf dem Boden ausgelegt. Das weiß ich nicht. Wie man es auch immer ausdrücken mag. Also ich glaube, das war wirklich gesteppt, weil er kann das ja. Also der Anfang, der Solo-Anfang, den fand ich auch gut. Da passte es auch größtenteils. Aber in der laufenden Musik waren ja immer wieder Stepp-Elemente drin. Und die waren nicht live gesteppt. Nee, das war nicht live. Nein, nein. Ich meine den Anfang. Ja, aber dadurch, dass es halt nur am Anfang passte und später nicht mehr passte, hatte ich das Gefühl, es war komplett in der Musik und nicht selbst gesteppt. Ja, ich fand das sah alles für mich. Oh, ich bin heute echt nicht gut drauf, Leute. Also für mich sah das echt schwerfällig aus. Er sah angestrengt aus. Ich glaube aber, dass das gut war. Ich glaube nur, dass mit mir heute was nicht stimmt, muss ich dazu sagen. Das habe ich mir ja auch so aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht, was bei mir los ist, aber ja, ich glaube, dass das ein schöner Tanz war. Ich habe es nicht so empfunden. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Versteht man, was ich meine? Ja, ich bin heute ein bisschen böse. Ich fand die Choreo toll, ich fand die Outfits toll, ich fand, was wir ja sonst immer, oder ich besonders, liebe Grüße an meine Schwiegermutter, kritisiere ist der Buckel bei Marc. Fällt jetzt ja vom Stuhl. Ja, die fällt jetzt vom Stuhl. Ich fand seine Haltung deutlich besser. Ich fand das, was sie trainiert haben, nämlich die Haltung, was in der Matz zu sehen war, das hat man im Tanz gesehen. Seine Haltung war deutlich besser. Und das ist, sage ich mal, mein Hauptpunkt für Marc. Beim Steppen war ich, wie gesagt, ein bisschen verwirrt. Und ich hatte das Gefühl, er tanzt falsch, weil es nicht mehr auf die Steppgeräusche passte, die dann in der Musik waren. Und das hat mich rausgebracht und deswegen fand ich die Teile dann immer nicht so gut. In der Haltung, wenn nicht die Steppgeräusche waren, fand ich ihn sehr gut. Ich hätte deswegen auch 7 Punkte gegeben. Achso, eine kleine Kritik hätte ich noch, weil ich glaube, ein 3-Tage-Bart hätte ihm auch sehr gut gestanden. Nee, ich fand das Glattrasierte mal ganz gut. Ich hätte 5 Punkte gegeben. Aber ich weiß auch nicht, was mit mir los ist heute. Na, letztes Mal war ich deutlich kritischer und habe unter der Jury zum Teil Punkte gegeben. Aber wie gesagt, gerade bei diesem Tanz habe ich mir gesagt, das ist bestimmt, haben die das super gemacht, aber ich habe es halt, ja. Also schon mit dem Bewusstsein, dass es, glaube ich, schön ist, habe ich trotzdem nicht irgendwie, ja, egal. Ja, 5 hätte ich gegeben. Du, was 7? Hast du gesagt? 7. 8,87 hat er von der Jury bekommen, 23 Punkte. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber gut. Ist jetzt keiner, wo ich sage, gönne ich ihm nicht. Ja, die Jury war auch relativ positiv. Mozzi fand die Solos toll, fand aber zu wenig Paar, was ich verstehen kann.
Aber ich kann halt auch Katrins Entscheidung verstehen, dass das jetzt gerade voll Marks Ding ist und sie wollte ihm einfach auch mal die Freude machen, dann diese Steppelemente drin zu haben. Ist, finde ich, eine choreografisch gute Entscheidung. Auch ja, wenn ich halt verstehen kann, dass dadurch die Jury so ein bisschen kritisiert, es fehlte mir der Paarteil. Ja, aber schön, dass sie das wahrnimmt und aufnimmt, ne? Also, ja. Dass sie da als Trainerin, also halt dieses Feingefühl hat und sagt, nee, komm, jetzt haben wir diesen Tanz, wir haben dieses Lied, dieser Mann brennt für diese Ära und dann soll der jetzt auch seine Momente kriegen. Und das finde ich halt bei Katrin auch so toll, ne? Die, was ja, ist ja bei vielen oder bei fast allen ist das ja so, dass sie sagt, nein, es ist deine Zeit zum Schein. Du sollst jetzt hier zeigen, was du kannst. Ich nehme das wahr, ich nehme dich wahr als mein Schüler und so machen wir es jetzt. Mir ist bewusst, dass das vielleicht zu wenig Paartanz ist, aber mir ist es gerade egal. Fertig. Und das finde ich so gut bei ihr. Ja, das stimmt. Das macht sie ja bei verschiedenen Kandidaten, hat sie das gemacht. Und ich glaube, die wusste schon, dass diese Kritik kommt. Aber das war ihr dann egal. Ja, nimmt sie in Kauf. Ja, und das ist... Das macht schön. Sie halt so, das macht sie halt so groß, ne? Das stimmt. Ja. Wollen wir zum nächsten Tanzpaar kommen? Zu Malika und Gabriel tanzen ein Tango. So Nothing Else Matters von Metallica. Ja. Die Mats fand ich ganz cool. Ja, mir ist eine Sache aufgefallen bei ihm und das fand ich so toll. Sie sagt, wir haben den Tango und dann erklärt sie, worum es geht und er guckt sie an und hört ihr zu und ja, man denkt, also er hört ihr so gebannt zu, als wenn sie ihm eine Geschichte vorlesen würde. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und das fand ich so toll, dass er dann sitzt mit offenem Mund und so, oh, geil. Ja, und was geile, ich... Geile Story. Was ich dazu, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich finde, die haben halt ein sehr gutes, sehr vertrauensvolles, aber dennoch ein Arbeitsschüler-Lehrer-Verhältnis. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich will, es soll überhaupt nicht negativ klingen. Ich finde, die sind total vertraut und man merkt auch, dass Malika sich auf ihn verlässt und dass sie ihm viel zutraut und die reden toll miteinander und die machen auch einen Scherz und einen Witz. Aber es ist jetzt halt nicht so, was du vorhin meintest, mit zwei Freunde treffen sich und tanzen zusammen. Es ist ganz klar, Malika bringt ihm das bei und er hat riesen Respekt vor ihr und nimmt sie wahr und versucht, alles toll zu machen. Die haben eine gesunde Distanz. Ja. Nicht hier dieses Knutschi-Knutschi und hier nochmal und da nochmal, sondern, aber ich glaube, das ist sie auch. Ich glaube, dass sie das Gefühl hat, nee, ich will das hier professionell mit ihm machen, weil wenn ich das professionell angehe, dann kommen wir sehr, sehr weit. Ja, und ich glaube auch einfach, dass Malika als Typ, und sie hat ja, das haben wir ja letzte Woche in dem Osterspezial gesehen, sie hat einfach sehr hohe Ansprüche an sich und an den Tanz. Und sagen vor allem an sich, ne? Und sie hat da gesagt, in dem Spezial, ihr Ziel war es, sich auf keinen Fall zu verstellen. Sie ist einfach Malika. Und das sehen wir. Und er ist auch einfach Gabriel. Der spielt da keine Rolle. Nee, da hat er auch keinen Bock drauf. Er setzt sich da auch gar keinem Druck aus. Das ist ja auch das, was die Jury jedes Mal zu ihm sagt. Du kommst hier raus und machst so locker das Ding. Ja, macht er. Weil er er hat nicht den Druck, man hat nicht das Gefühl, er muss das jetzt machen, weil er danach sein Soloalbum promoten muss und weil das jetzt gerade sein Job ist, das zu tun. Nee, er will tanzen mit Malika. Ja, und das wäre ja auch, also erstmal muss ich sagen, er geht halt da rein und in Anführungsstrichen ist es halt nur eine Show. Es ist eine Show, ein Spiel, was gewonnen werden will. Ja. Und es wäre ja ein leichtes zu sagen, oh, ich komme aus einer Musikerfamilie. Oh, und wir haben ja auch ab und zu mal ein bisschen Choreo gemacht. Oh, und das ist so schwer. Und das macht er halt alles nicht, ne? Nee, die tanzen halt einfach eigentlich beide. Eigentlich hab ich doch Taktgefühl. Und wieso klappt das nicht? Und der macht halt einfach. Und das würde ich mir halt von anderen Leuten auch wünschen. Ja. Dass er dieses Rumgejammer nicht ist. Ja, das stimmt. Um nochmal kurz zur Mats und quasi deren Training zurückzukommen. Ja. Das Hauptthema war, glaube ich, ich empfand es als Hauptthema, dass Gabriel jetzt die Führung übernehmen soll und Malika die Führung abgibt.
ja, Malika will sich auf ihn verlassen können. Und das wenn ist wir ja, da mal zum Tanz übergehen wollen, ja, das hat ja bombenmäßig funktioniert. Das war ja, also hier auch einer der wenigen Tänze mit dem Hintergrund, dieser Nebelschleier, was das da war. Das war ja, die haben nur auf der Empore getanzt, die haben nicht auf der Tanzfläche getanzt. Die waren, haben nur zusammengeklebt, die beiden. Und es war fantastisch. Malika in Bestform, Gabriel in Bestform. Ich habe das so genossen und das hat so viel Spaß gemacht, das zu gucken. Es war ja einfach nur fantastisch. Also ich fand, es sah toll aus. Ich fand, Gabriel hatte wie immer eine fantastische, tolle Haltung, eine super Musikalität. Und das ist halt der Punkt für mich. Man hat gesehen, dass er die Führung heute erstmalig übernommen hat. Vorher ja, hat wahrscheinlich Malika noch viel, sage ich mal, den Ton angegeben. Man hat aber gesehen, jetzt führt er. Er macht, gibt die Akzente vor. Und er kann es ja, weil er musikalisch ist. Und er stützt sie. Und ja, dadurch hat man an einigen Stellen, wenn Malika durchgeführt hätte, wäre es wahrscheinlich cleaner gewesen. Ich fand schon, dass man gesehen hat, dass er halt noch nicht hundertprozentig sicher ist im Führen. Dennoch hat er es toll gemacht und es sah toll aus. Und es ist halt die große Schwierigkeit für Männer, dass sie irgendwann diese Führung übernehmen müssen. Und er hat das aber halt jetzt gemacht. Aber ich finde, man hat gemerkt, dass Malika sich zu 99% auf ihn verlassen hat. Absolut. Sonst hätte sie ihn ja nicht führen lassen. Sonst hätte sie ja übernommen wieder. Sie hat sich auf ihn verlassen und er hat es auch gut gemacht. Aber man hat halt gesehen, er ist halt kein Profi. So, er ist nicht so geübt im Führen, wie Jolt es ist als Malikas Partner. Trotzdem konnte sich Malika auf ihn verlassen. Ja, und wie gesagt, einer der wenigen Tänze, wo bei mir alles gestimmt hat. Wirklich alles. Vom Outfit, der Tanz, die Musik, der Song war, also ich habe mir gedacht, dass diese Version kommt, als ich gehört habe, die tanzen zu Nothing Else Matters. Die Bühne, der Hintergrund, ich war wirklich überrascht, dass sie nur da auf dieser Empore getanzt haben. Mhm. Da habe ich auch so gedacht, die ist ja riesengroß, das sah ja riesig aus und habe echt drauf gewartet, dass sie runtergehen. Ich fand, es hat alles für mich gepasst und deswegen habe ich auch entsprechende Punkte gegeben. Ja, du hast 10 Punkte demnach gegeben. Ja, ich fand es wirklich, wirklich toll. Ja, ich habe 9 gegeben. Ich fand es toll, dass er das übernommen hat und es war ein toller Tanz, aber es waren halt für mich noch keine 10 Punkte. Man hat es noch wackeln sehen. Die Jury hat insgesamt 30 gegeben. Da könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wer welche Kelle gehoben hat. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Was ich schön fand, dass Malika so selbstkritisch ist, dass sie, glaube ich, nicht damit gerechnet hätte, mit 30 Punkten. Mhm. Das mag ich bei ihr, dass sie so sehr bodenständig ist. Aber ich glaube, die wäre auch mit 19 Punkten total zufrieden gewesen. Ne? Also, ja. Und ich fand schön, wie sie von den anderen gefeiert wird, von den anderen Profis. Dass die auch sehen, oh, Malika, geil. Ich fand Jolt süß. Geil, dass du hier, ja, der war so stolz und ich glaube, er hatte ein bisschen Tränen in den Augen. Kann ja. Ich weiß gar nicht, waren das Malikas ersten 30 Punkte? Ich glaube ja. Ja, mit wem sollte sie sonst 30 Punkte jemals gehabt haben? Außer in der Profi-Challenge. Ja. Ich weiß, und da weiß ich gar nicht, ob sie da Punkte gekriegt haben. Das weiß ich auch nicht mehr sagen. Nee, Malika hat, glaube ich, noch nie 30 gekriegt, nein. Aber trotzdem, wie gesagt, so dieses bodenständige, oh, 30, okay, ja, cool, hätte ich nicht mit gerechnet. Und wie gesagt, wie die anderen, ich habe auf die Profis geachtet, ne, wie sehr die sich freuen für sie. Und das ist so schön. Ja, also von der Jury wurde er natürlich auch in den höchsten Tönen gelobt. Vor allem Motzi als Frau weiß natürlich, wie schwer es ist, für eine Frau dann dem Nicht-Profi die Führung zu überlassen und da ja, das Vertrauen zu haben und dass man sich halt auf Gabriel verlassen kann als Tanzpartner und als Führender und Gabriel trotzdem Momente findet, sich in den Fokus zu stellen und seine Partnerin scheinen zu lassen, dass er das so gut wechseln kann. Das ist zu Recht einfach gelobt worden. Und da kommen wir jetzt zu dem Favoritending. Herr Lambi hat halt ganz klar gesagt, dass Gabriel der Favorit ist. Von dem, was Herr Lambi so alles gesagt hat, ist er halt einfach
diese kleine Spur besser momentan als die meisten anderen. Ja, ich glaube, das ist wirklich seine Unbeschwertheit, mit der er da rangeht. Das kann gut sein, ja. Und damit macht er vieles richtig. Und ich bin wirklich gespannt, was da noch von den beiden kommt. Sind wir mal wieder gespannt. Trotzdem könnte ich nicht sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, dass er die Show gewinnt. Kann man nicht hundertprozentig sagen, das stimmt. Nee. Und weil, wenn wir nachher zum Ende kommen, weil ich finde, was ich den beiden ja total gönnen würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht mal bis ins Finale geht. Weil doch das sehr durchwachsen ist alles. Ja, er könnte halt durchaus auch mal eine schlechte Woche haben, ne? Ja, und das ist so, also ich würde mich freuen, wenn er ins Finale kommt oder die beiden, Gabriel und Malika. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Malika die Show gewinnt mit ihm, keine Frage. Aber aktuell sehe ich das noch gar nicht. Auch wenn sie super sind, auch wenn die gut sind. Ich finde die beiden großartig. Aber ich finde, dafür sind noch viele andere gute dabei, die also sich ja noch steigern können. Ich kann mir die beiden sehr, sehr gut als Gewinner vorstellen, aber ich sehe auch andere, die potenziell gewinnen könnten. Also es ist nicht, er ist noch nicht der Rurik, wo man in Show 2 sagen konnte, ah ja, das wird's. Nein, nein. Aber auf jeden Fall für mich heute ein sehr großer Lichtblick in dieser Show. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kommen wir zum nächsten Paar. Martha und Bjorn tanzen den Contemporary. Zu Earned It. Die Mats. Ich habe mit Mats jetzt gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich auch nicht viel. Ich fand, das war eine sehr trainingslastige Mats, die sehr ehrlich und trotzdem auch immer mal wieder lustig war. Ich fand es ganz cool. Ich finde, sie haben es sehr gut geschafft, uns den Bjorn zu zeigen, den ich auch sympathisch finde. Ich muss auch sagen, ich hätte damit nicht gerechnet, dass Bjorn mal jemand wird, den ich relativ sympathisch finde. Also wenn man sich unsere erste Folge anhört, wo wir alle vorstellen. Und jetzt doch haben die beiden, ich glaube, das ist auch viel Martha, weil wir Martha ja halt auch sehr, sehr mögen. Ja. Macht er gut. Also er verkauft sich da sehr gut. Ja, ich bin halt tatsächlich wirklich sehr viel bei Martha. Ja. Wie sage ich immer so schön, die Show tut ihm gut. Das stimmt. Sie zeigt ihm in einem anderen Licht. Und das finde ich gut. Und das finde ich für Bjorn halt auch schön, dass er nicht mehr der ist, auf den er mal reduziert wurde. Ist der Satz richtig? Ich habe es ja nicht so mit Satzbau manchmal. Freut mich für Bjorn tatsächlich. Ja, und für Martha freut es mich auch, dass die ein ganz gutes Paar zu sein scheinen. Und was ich die ganze Zeit überlegt habe, ob ich jemals ein Contemporary von Martha gesehen habe. Und ich habe keine Antwort. Ich auch nicht. Mir fällt kein Contemporary ein von Martha Arndt. Vielleicht war das wirklich ihr erster. Hat sie gut gemacht, würde ich mal sagen. Ja, ich fand die Choreo fantastisch. Ich fand die Choreo auch schön. Mir war sie nur ein bisschen zu hart und zu hektisch teilweise. Ja, aber das kann Contemporary auch sein. Ja, das wäre jetzt, und wir machen es ja nicht, das wäre jetzt für mich so ein Tanz gewesen, den hätte ich mir gerne nochmal angeguckt. Ja, also wie gesagt, ich fand die Choreo wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass einige Übergänge sehr klar zu sehen waren als Übergang. So dieses, wir machen die und die Abfolge und dann stehen wir kurz und dann machen wir weiter. Ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr viel auf Martha geachtet. Leider. Nichtsdestotrotz fand ich Bjorn auch gut. Ich fand, er war mega, mega krass aufgeregt am Anfang. Der wirkte so nervös mal wieder. Ja. Ich fand die beiden aber sehr gut synchron in den meisten Teilen. Wie gesagt, die Übergänge fand ich ein bisschen hackig. Und bei Bjorn, ich habe das Gefühl, bei ihm ist halt der Knoten noch nicht geplatzt. Auch nicht jetzt beim Contemporary. Ich finde ihn gut, das kann ich gar nicht sagen. Ja. Aber man merkt immer noch, dass er das noch so ein bisschen von außen bewertet. Irgendwas hält ihn noch zurück, ja. Er spürt das noch nicht hundertprozentig. Deswegen
sind viele Armbewegungen, führt er einfach nur aus, ohne dass sie gefüllt sind, sagt man so schön. Ja, das hatte ich auch so 2-3 Mal, wo ich dachte, oh, jetzt lass den Arm doch nochmal ein bisschen länger. Ja. Oder streck ihn doch nochmal einmal ganz aus, dann hätte das auch eine ganz andere Wirkung gehabt. Ja, da bin ich mal wieder gespannt. Ja, welcher Tanz bei ihm das auslöst, ne? Weil bei vielen ist es ja der Contemporary, der das auslöst. Ne? Bei Jana hat's man, ich finde, bei Jana ist diese Staffel die, wo man es, es ist auch erst die 5. Show, aber bei der hat man es gemerkt, schon in der nächsten Show. Ja, das stimmt. Bei ihr so ein, ne? Bei Sophia hat es nicht ganz geklappt, obwohl ich den Contemporary wirklich geil fand. Aber auch da habe ich jetzt gedacht, ist ein bisschen mehr noch. Und bei ihm habe ich so, ist es ja auch, ich meine, du ja legst ja auch so ein bisschen dein Herz da auf die Tanzfläche, ne? Und wollte, ist er vielleicht nicht bereit für, aber da bin ich, lasse ich mich überraschen mal wieder, welcher Tanz das bei ihm sein wird, wo er sagt, so, jetzt drehe ich halt einfach mal frei. Ja, und ob er den Bogen überhaupt kriegt, das wissen wir ja nicht. Was hättest du an Punkten gegeben für den Tanz? 5. 5? Ich bin heute nicht... Krass. Im Punktemodus. Ich hätte 8 gegeben. Weil mir hat das Weiche, glaube ich, gefehlt. Das sehr Weiche, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das muss halt nicht zwangsläufig im Contemporary drin sein. Ich weiß. Mir hat es halt nur gefehlt. Okay. Und von daher, die Jury hätte 8,87 gegeben, 23 Punkte. Bin ich auch völlig fein mit, weil ich auch schon wusste, dass das mehr Punkte gibt und dass ich heute einfach nur Grumpy Cat bin. Die Jury hat im Prinzip das gesagt, was wir jetzt gerade schon kritisiert haben. Also sie haben generell gesagt, dass es gut war, eine tolle Dynamik hatte, gute Energie und tolle Chemie zwischen den beiden. Aber manche Übergänge waren holprig. Und Herr Lampi hat halt gesagt, er braucht klarere Enden, Endpositionen, stärkere Positionen. Und ich muss nochmal sagen, die Bewertung bei Beyond jetzt zum Beispiel hat nichts mit Beyond zu tun. Ich kann mich bei ihm jetzt völlig davon freimachen, ob ich ihn mal nicht so gut fand. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile, er ist dabei, es ist alles okay und er ist da. Ich mag ihn auch ein bisschen, er wird mir näher gebracht. Ne? Also das hat jetzt nichts mit der Person bei ihm zu tun, mit dem Punkt. Ja, also es ist halt einfach so für euch Zuhörer da draußen, Björn scheint ja also bewertet halt einfach nach, es hat mir gefallen, es hat mir nicht gefallen im Prinzip. Ja, ich gehe da sehr stark nach Gefühl, hat das was mit mir gemacht, weil ich jetzt, ob da jetzt beim Walzer eine Drehung zu viel oder ein Schritt zu wenig, das kann ich nicht beurteilen und da würde ich mich auch nicht. Ich gehe da so sehr nach Gefühl und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr nach Sympathie. Und du gehst da ja ganz anders ran. Ja, ich versuche zumindest technisch ranzugehen, ja. Weil du es ja auch ein Stück weit gelernt hast, ne? Das kann man ja auch sagen. Ja. Du bist nicht vom Fach, aber du weißt ja, was da. Naja, also ich habe eine Tanzprüfung abgelegt bei meiner Ausbildung, aber egal. Ich habe in der 9. Klasse auch Silber und Bronze Tanzabzeichen gemacht in der Tanzschule. Aber darauf will ich mich nicht berufen. Das würde, glaube ich, auch noch schlimmer als die Kennenlernshow aussehen. Ja, ich bewerte halt andere Sachen, aber ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der das teilweise so sieht. Das stimmt. Es würde mich wundern, weil ich habe auch schon vernichtendere Sachen gehört. Ich würde gerne zu Anastasia und Toni kommen. Ja, gut gemacht. Ich hoffe, dass der Knotenplatz-Tanz bei Beyond noch kommt. Ja, Tanz 9. Anastasia und Toni tanzen den Wiener Walzer zu. Ich atme ein von Roger Cicero. Ich hatte große Probleme zu verstehen, welcher Tanz das ist. Die Matz war wieder, also ich fühlte mich wie im Wohnzimmer von Anastasia und Toni. Die beiden sind so sympathisch. Die holen einen in der Matz richtig ab, finde ich. Ja, absolut. Das war eine schöne, herzliche Matz und, habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt, aber auch wieder mit der richtigen Portion Humor drin. Ne? Absolut. Es ist nicht zu klamaukig und es ist nicht so, dass du dich fragst, und das erwartest du ja vom Comedian, wieso ist der nicht lustig? Also ich nicht, aber ne? Viele andere vielleicht. Die haben da ein echt gutes Team um sich rum. Die verstehen,
die Leute vorm Tanz schon abzuholen. Und die Matzen machen ja nun auch mal viel aus. Das darf man nicht vergessen. Das stimmt. Super Team, super Arbeit. Und das Ding ist halt, normalerweise bin ich ja bei Matzen immer so, dass ich denke, oh, ich will Training sehen. Und ja, man sieht auch bei den beiden Training, aber es waren diesmal sehr, sehr viel auch Gespräch und so. Einfach, wo die beiden im Interview saßen. Und mich hat es tatsächlich nicht gestört. Ja, und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir Toni so lange sehen. Jetzt, wenn man mal auf die Vorstellung zurückblickt, ne? Ja, und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den so toll finde. Ja, da können wir ja gleich mal übergehen, weil ich finde, er ist wieder zurück. Er ist wieder da. Ja. Hat Roche, glaube ich, auch gesagt, er ist back. Und sie haben in der Matze auch wieder tief gestapelt und ich fand es wieder überraschend gut und ich fand es sehr, sehr schön, was die beiden da gemacht haben. Fand ich auch. Was ich bei Toni vor allem so toll finde, ist, und das siehst du bei ihm in jedem Tanz eigentlich, er will das und es macht ihm Spaß und es ist ihm scheißegal, wie etwas wirken könnte, ob er zu feminin ist oder was weiß ich. Er ist einfach Toni, der Spaß hat am Tanzen. Er füllt jeden Arm. Er ist einfach da. So, seine Haltung wird besser. Ich fand auch, ich habe ja sonst immer kritisiert, dass es so schwer aussieht, wenn er Anastasia hebt oder wenn die eine Figur machen, wo es auch um Kraft geht. Das ist deutlich besser geworden, fand ich. Es sah leichter aus und es macht einfach gute Laune. Ja, und wo du das gerade hier mit der Hand und dem Arm sagst, ne, er macht es halt einfach. Es ist wie bei Gabriel, ne? Es war nie Thema. Er macht es halt einfach und das finde ich halt so gut. Es war nie ein Thema, er macht es, fertig. Das stimmt. Und ich glaube aber, das hat auch damit zu tun, dass er einfach als Mensch nicht so sich in diesem männlich irgendwas Rolle sieht. Er ist halt einfach Toni. So, natürlich ist er wahrscheinlich ein männlich gelesener Mann, so eine männlich gelesene Person auch immer. Aber es ist nicht, dass er jetzt beweisen muss, dass er ein Kerl ist oder so. Er ist halt einfach Toni, so wie er ist. Ja, und ich glaube, dass er weiß, wenn da Freitag 20.15 Uhr die Lichter angehen, dann habe ich, wenn ich auf der Tanzfläche stehe, eine Rolle zu spielen, zu tanzen. Und das gehört halt einfach dazu. Fertig. Ja. Es hat nichts, wenn ich einen Arm ausfahre mit dem kleinen Finger hoch, hat es nichts über meine Persönlichkeit. Das sagt nichts über meine Persönlichkeit und über mich aus, sondern das gehört hier zum Spiel. Und ich will dieses Spiel gut spielen und mitmachen. Fertig. Der denkt halt nicht drüber nach. Ja, und ich glaube aber auch, bei Toni ist einer der Kandidaten, die auch da sind, weil sie da sein wollen und nicht, weil sie, da geht es nicht um Gewinn und Promo, sondern es geht um, ich will tanzen lernen. Ich will in dieser Show sein, um zu tanzen. Ich glaube, das ist einer der wenigen, wenn er rausfliegen würde, jetzt, wenn er diese Show rausfliegen würde, der würde trotzdem da mit dem Lächeln stehen, weil er sehr, sehr dankbar ist, glaube ich, für diese Zeit. Ja, trotzdem wäre er, glaube ich, am Boden zerstört, weil er unbedingt weitermachen will mit Anastasia. Aber der würde eher das Positive sehen, ne? Mhm. Wahrscheinlich würde er es so ausdrücken, wie er es mal selber gesagt hat, ne? Ich hatte nicht das Glück zu gewinnen, aber ich hatte so viel Glück, jetzt 5 Shows mitzutanzen, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, toll. Toller Typ. Auf jeden Fall. Haben wir unsere Punkte gesagt? Nein. Haben wir nicht. Ich hätte nämlich 7 Punkte gegeben. 7? Du bist heute echt knatschig. Ich hätte 9 gegeben. Ich sage, ich bin heute ein bisschen grumpy. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich 10 gebe sogar, weil ich das wirklich fantastisch fand. Ich fand es richtig, richtig gut. Aber es war für mich halt noch der eine Punkt fehlte mir noch, weil es war noch nicht ganz da, wo ich das gerne hätte von der Haltung und so. Aber ich fand seine Körperlinien toll, seine Arme toll. Seine Haltung hat sich verbessert, aber ist halt noch nicht ganz da. Ja, bekommen hat er 887, 23 Punkte. Solide Leistung. Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Weit über Mittelfeld. Hast du noch was zur Jury? Weil ja, also Roche fand es einfach nur super. Mehr hat er, glaube ich, nicht gesagt. Doch, ich weiß nicht, ob er sich komisch ausgedrückt hat oder ob ich es falsch aufgefasst habe. Ich bin ja heute in der falschen Auffassungsstimmung. Roche hat gesagt, das ist der Toni, den wir von Anfang an sehen wollten. Das habe ich nicht verstanden, weil Toni war ja bis auf
letzte Show war Toni ja immer gut. Glaube, er meinte, diesen Toni wollten wir jede Woche sehen und du hast ihn uns jede Woche gezeigt. Letzte Woche nicht und jetzt ist er wieder da. Ich glaube, das meinte er. Gut, dann habe ich es nur falsch aufgefasst. Weil da habe ich so kurz im Moment gedacht, hä? Also, wo warst du die ganze Zeit? Aber wie gesagt, ich bin heute auch, mit mir ist heute nicht gut Kirschen essen. Mozzi fand ich total schön. Mozzi hat nämlich gesagt, das hat sie ja schon immer mal wieder angedeutet, dass Toni einfach dieses Licht hat, das man sehen will. Er leuchtet förmlich, wenn er auf der Bühne steht und tanzt. Und das darf er auf keinen Fall verlieren. Und das schätzt sie an ihm und sieht sie halt in ihm. Und deswegen ist sie so begeistert von ihm. Das fand ich sehr schön. Mozzi hat aber auch, und Herr Lambi auch, den Rhythmus, also die Musikalität so ein bisschen kritisiert, dass es so haarscharf an der Grenze war, was ich nicht so gefühlt habe. Herr Lambi meinte so, zum Teil war es echt schwer, das noch als im Takt zu werten. Ich halte mich auch für einen musikalischen Menschen und du bist das ja auch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die weg sind von der Musik, aber egal. Ja. Nee, ist mir auch nicht so. Und ja, also Taktgefühl kann ich sagen, habe ich. Zumindest was die Musik angeht. Ja. Ich kann auch klatschen. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht, nee. Und dann sind wir schon beim letzten Paar des Abends. Ist das schon das letzte? Nein. Doch. Schon das letzte? Haben wir Maria, nur noch 10 Paare? Wir haben nur noch 10 Paare. Maria und Stefano. Schließen mit der Samba ab. Ich kann dir aber nicht sagen, zu welchem Lied. Warum nicht? Weil ich das nicht verstanden habe. Enttäuschend. Mein Lieber, enttäuschend. Wollen wir mit der Matz starten? Lass uns da reingehen, ja. Ich finde, oh, das ist jetzt auch nicht professionell. Ich finde, der wird mir immer niedlicher. Ich finde den von Mal zu Mal irgendwie so, weil ich will nicht sympathisch sagen, weil das ist er mir schon. Aber der wird so, ja, als wenn man das übersehen hat. Ja, was soll ich sagen? Hartes Training, wenn wir mal jetzt professionell werden wollen. Maria hat ja gar keine Berührungsängste. Sie sagt ja sehr deutlich, du musst mich anpacken, pack mich doch jetzt mal da an. Und ja. Das ist halt so, ne? Das ist ein Sport, da geht es nicht um Gefühle oder um irgendwas Sexuelles. Nee, wenn du mich jetzt hier mal am Bauch anfassen musst oder an meiner Hüfte oder an meinem Po, dann ist es so, das gehört dazu, ohne jegliche Hintergedanken. Das finde ich schön, dass man das sieht. Ne, ja. Dass es halt einfach dazugehört. Aber ich glaube, da kommt auch dieses niedlich und süß her, weil er schon Hemmung hat, ordentlich zuzupacken. Ja, leider ja. Was ich aber ganz lustig fand, ist, wie sie das Kochen eingebaut haben. Ja, und ich wäre da auch nicht anders, glaube ich. Ich würde da auch wahrscheinlich meine Probleme mit haben, wenn ich da jetzt mit dem Vadim tanzen würde oder mit Andrzej oder mit Jolt. Ich hätte da jetzt nicht so die Probleme. Ja, du hast es auch gelernt. Aber ich kann das verstehen, ich kann das total nachvollziehen, aber ich fand halt ihre Seite auch mal schön zu sagen, nee, das pack mich da doch mal an. Das ist halt so jetzt bei der Samba. Und du musst hinter mir stehen und, ne, also. Ja, aber wie gesagt, ich fand das total süß, wie sie quasi seinen Kochen-Influencer-Dings mit eingebaut haben. Fand ich auch sehr lustig. Mit dem, du brauchst eine Tänzerin für den Samba und dann brauchst du noch dies und das und dann hast du eine volle Samba. Probier es doch zu Hause auch mal aus. Viel Spaß. Fand ich echt gut. Ja, dass man da auch so seins mit reingebracht hat wieder. Ne? Das war ja aber bis jetzt in jeder Matz so, dass man auch seine Person, also sein Tun, das Influencer-Dasein mit dem Kochen und so, dass man das immer mal mit reingebracht hat. Ja. Was, finde ich, auch nie störend war. Stimmt. Hat mich nicht gestört. Ja, weil es auch immer, das war nie aufdringlich. Und sein Tanz fand ich zum Beispiel auch ganz gut jetzt, wenn wir dazu mal kommen wollen. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr aufs Gaspedal drückt, weil ich glaube, das wäre wirklich gut geworden. Ja. Der muss loslassen. Aber ich persönlich, also erstmal fand ich die Outfits total gut von den beiden. Das fällt mir nicht oft auf. Ich denke nicht oft über die Outfits nach, aber gerade Maria sah Hammer aus, das Outfit. Ja, die kann ja auch einen Kartoffelsack anziehen und das sieht geil aus. Und seins fand ich jetzt auch ganz cool. Halt einfach im Weiß mal und eine vernünftige Hose bei der Samba.
kein Fransengedöns. Ja, okay, dieses Blouson-Dings da vorne an der Brust hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Es hätte auch vorne glatt sein können, weil ich fand schon, dass er die Körperisolation hatte. Ich habe viel Hüftig von ihm gesehen. Ich habe viel Brust-Action und Schulter-Action von ihm gesehen. Das fand ich gut. Ich fand seine Haltung gut. Und dann kam der böse Scheinwerfer. Oh ja, da habe ich auch so gedacht. Ich habe wirklich gedacht, die knallen da jetzt über den Bühnenrand rüber. Die sind voll hängen geblieben am Scheinwerfer und dann waren sie raus. Und dann war auch seine Energie irgendwie so ein bisschen weg. Für die, die es jetzt nicht gesehen haben, sie waren nicht raus im Sinne von, sie haben nicht weitergetanzt. Sie haben direkt weitergemacht, aber man hat einfach gemerkt, dass sie nicht wieder in diese Energie reinkamen. Ja, es war so ein Moment, oh scheiße, scheiße, ja. scheiße. Und jetzt irgendwie weitermachen, ne? Das war... Ja. Genau, das Stefano war dann, glaube ich, danach ein bisschen verkopft. So fühlte es sich zumindest an. Ja, so ungefähr, als wenn sie versuchen wollten, das jetzt nicht nochmal passieren zu lassen, wenn sie jetzt zur anderen Seite tanzen. Ja, und ich fand... Aber auch da habe ich mich das erste Mal gefragt, wieso sind die Scheinwerfer denn nicht im Boden drin? Weil sie dann nicht so beweglich sind. Ja. Ja, wenn du die im Boden hast, dann können sie einfach nur nach oben scheinen. Ja, aber wieso stehen sie denn nicht auf der Empore? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also das scheint ja sehr... Ich habe mich ja schon mal drüber ausgelassen, aber das Scheinwerfer-Debakel. Gut. Ja. Ich fand zudem auch noch die Deko am Rand mega störend. Diese Blätter und Blumen und Leuchten. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und da habe ich wieder das Gefühl gehabt, okay, haben wir doch eine Disco-Night? Nein, hatten wir nicht. Also ich fand, erstmal sah es nicht gut aus. Ich fand es nicht mal stylisch schön. Und zweitens, okay, das liegt vielleicht daran, dass ich jetzt für den Podcast nochmal mehr auch auf die Füße achten will und auf alles Mögliche achten will. Und ich konnte ganz oft nicht sehen, weil halt die Kamera dann erstmal durch die Deko gefilmt hat und dann konntest du halt die Füße nicht sehen. Das hat mich gestört. Ja, mich hat eine Kameraeinstellung gestört, wo ich so dachte, ja, einen schönen Hintern hat er ja, aber gut, man muss jetzt ja nicht den filmen, sondern wir wollen ja eigentlich den Tanz sehen. Fand ich so ein bisschen Trash-TV-mäßig den Moment, aber wie gesagt, es hat mich nicht gestört, aber es war jetzt auch, es hätte man auch mal auf die Füße filmen können, zum Beispiel. Was ich schwer fand, war, dass er zum Teil echt außer Takt war nach dem Scheinwerfer-Debakel. Immer mal wieder. Und das fand ich, schade. Ja, leider, weil er eine gute Energie hatte, ne? Ja. Also. Schade. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen die Handbremse. Er muss ein bisschen mehr aufs Gas treten, weil der hat noch irgendwie eine Hemmung in sich drin, glaube ich. Ja. Ich hätte, oh Gott, ich mag es gar nicht sagen. Ich hätte 6 Punkte gegeben. Das ist ja okay. Okay, hätte 7 gut. gegeben. Da bin ich ja auch so ziemlich im Mittelfeld von der Jury, weil die hätten 7, 5 gegeben. 19 Punkte insgesamt, genau. 19 Punkte, was ja auch nicht schlecht ist. Nee. Eigentlich nicht. Aber in der Let's Dance Show, zumindest heute ja schon, wenn wir gleich zur Übersicht kommen. Die Jury hat auch gesehen, dass es am Anfang ein bisschen kritisch war für die. Mozzi hat gesagt, dass sie die Choreo total schön fand und hat Maria dafür gelobt. Das fand ich sehr schön. Hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir jetzt ja quasi 2 Samba gesehen haben. Einmal diese sehr klassische, im Gegensatz zu der eher peppigeren von Detlef, was einfach von der Musik her auch so gegeben war. Ja, es hätte aber auch bei den beiden ziemlich gleich werden können. Ja. Ne? Weil Ekat und Maria, darf man nicht vergessen, haben eine Samba getanzt und weil die ja schon sehr gleich ticken auch, ne? Ja. Das fand ich gut, dass wir 2 unterschiedliche Sambetten gesehen haben. Zambis. Ja, Herr Lambi hat gesagt, dass Stefano sehr, sehr, sehr gute Körperbewegung hatte, was ich auch fand, aber halt hat den Rhythmus kritisiert. Hatten wir ja auch schon gesagt gerade. Da waren sie, unsere 10 Tänzer der 5. Show. Da waren es nur noch 10. So schnell kann es gehen. Wollen wir den Endstand schon haben? Also ganz oben auf der Liste mit 30 Punkten Gabriel und Malika, mit 29 Punkten Detlef und Ekat, Jana und Vadim auch mit 29, Lulu und Massimo mit 27 und dann wird es auch schon weniger. Toni und Anastasia 23, Björn und Marta 23, Marc und Katrin 23, Stefano und Maria 19 Punkte,
Sophia und Alexandro auch 19 Punkte und Ann-Kathrin und Valentin mit 16 Punkten. Also von 27 auf 23 ist das schon viel und dann nochmal von 23 auf 19. Sehr eindeutig von der Jury heute. Ja, das waren die Punkte. Zittern mussten dann letztendlich Maria und Stefano, Marta und Bion und leider auch ein drittes Paar heute, Alexandro und Sophia. Mhm. Als erstes weiter sind Marta und Bion. Was ich den beiden gönne. Ich fand auch die letzten drei jetzt, die drei Zitterer war so, wo ich dachte, oh nee, also von den dreien müsste von mir aus gerade keiner gehen. Sehr schwierig. Und als dann nur noch Maria, Stefano, Alexandro und Sophia da standen, habe ich wirklich schon, ich hatte ein bisschen Angst. Das war ja auch sehr emotional, das Ganze, ne? Ja, also. Also Sophia hat ja schon, die müssen ja, also es standen dann ja noch die beiden Paare, wie du gerade gesagt hast, und dann kommen ja diese Abschlussworte. Und da hat Sophia schon, ist ihr schon die Stimme zitternd gebrochen. Ja, nicht schön. Aber ich freue mich umso mehr, dass Alexandro und Sophia weiter sind. Ich freue mich wirklich für die beiden. Ja, Alexandro hat ja auch geweint. Oh Mann. Ja, der hatte Tränen in den Augen. Und trotzdem tut es mir auch so sehr leid für Stefano und Maria. Ja, die beiden waren auch sehr emotional. Es wird halt wirklich jetzt schwer. Ja, aber es ist heute von meiner Wertung aus gesehen, war es jetzt kein Paar, was hätte heute gehen sollen, müssen, dürfen. Wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Schade, dass die beiden nicht mehr dabei sind. Wirklich schade. Und finde ich auch. Aber ich musste ganz ehrlich, die ganze Show, ich meine, deine Wertung zählt ja irgendwie nicht so ganz heute, wenn wir mal ehrlich sind. Für mich schon. Ja, du bist schon sehr ab vom Schuss zum Teil. Ja, habe ich auch gemerkt, weil mir aber auch, vielleicht sollte ich es mal ohne Matzen gucken. Kann sein. Aber die Matzen machen, ja, das ist halt das, was wir immer wieder sagen. Die Matzen machen halt auch viel mit einem. Und wenn dann in der Matz halt nur rumgejammert wird, ja, dann bist du genervt. Überträgt sich das bei mir dann auch auf den Tanz, ja. Auf den Tanz. Ja, aber ich habe, das hatte ich eben angefangen und dann habe ich den Faden verloren. Ich habe die ganze Show darüber nachgedacht, auf wen ich verzichten könnte. Weil langsam wird es halt echt eng. Und von meinen Sympathien her, wenn ich jetzt nicht auf tänzerisches Können gehe, könnte ich halt, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, am ehesten auf Lulu verzichten, Lulu und Massimo. Ich könnte auch auf Marc und Katrin verzichten noch. Ja, da wäre ich auch dabei. Und also das wird mich nicht stören. Das ja. wär okay, wenn die jetzt gehen würden für mich. Und Detlef und Iket. Das sind so die drei Tanzpaare, auf die ich rein von meinen Sympathien, das heißt nicht, dass sie die schlechtesten drei sind, aber auf die könnte ich von meinen Sympathien her am ehesten verzichten. Wen ich allerdings sehr sympathisch finde, aber man muss ehrlicherweise sagen, sie kann langsam nicht mehr mithalten, auch wenn sie starke Verbesserungen hat, aber Ann-Kathrin muss bald rausfliegen. Ja, weil... Es wird sonst bald zu einem... Wieso ist die Blöde noch da? Die kann doch nicht tanzen. Ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht, dass bei ihr dieser Umschwung kommt von, oh, die ist so toll und dann auf einmal, ja, aber jetzt kann sie halt auch mal weg mit der, ne? Ja, das hat ja, sie halt als Mensch nicht verdient. Ja, das ist halt immer sehr gefährlich in dieser Let's Dance-Blase, wenn da jemand getragen wird, der nicht mithalten kann so richtig. Und dann schwingt es halt immer sehr schnell um. Und das möchte ich für sie, ja, das möchte ich für sie nicht. Ja, wie gesagt, Marc und Katrin wäre jetzt, das wäre okay gewesen für mich heute. Bei Detlef und Lulu, ja, ich möchte gerne bei den beiden halt mal sehen, weißt du? Ich möchte es halt mal sehen. Ja, ich muss halt einfach... Ich möchte ja von einem Detlef. Ich meine, wie gesagt, wir kennen ihn ja nur aus dem Fernsehen schon länger und... Ich würde halt so gerne, dass der mich mal abholt. Ich finde ihn halt einfach nicht so interessant. Das ist, egal ob er jetzt gut tanzt oder schlecht tanzt, es ist nicht so, dass ich denke, oh, ich freue mich auf den nächsten Tanz von Detlef. Egal ob jetzt gut ja. oder schlecht, ich freue mich auf den ich freue mich darauf, Ann-Kathrin nächste Woche nochmal zu sehen. Egal ob sie jetzt gut tanzt oder nicht gut tanzt, ich freue mich auf Valentin und Ann-Kathrin als Paar. Ich freue mich aber, ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh ja, nächste Woche Detlef und Iket, das wird garantiert auch wieder cool. So, das ist halt das.
woran ich das jetzt gerade festmache. Ich versuche ja wirklich wertungsneutral zu sein in den Tänzen, aber jetzt geht es ja darum, wo kann ich als Mensch am ehesten drauf verzichten, und das sind halt die, die ich gerade genannt habe. Was mich halt stört, weil ich es halt heute wirklich nicht so gesehen habe, sind so zwei Paare, die diesen Favoritenstempel haben, was ich nicht so sehe. Das nervt mich, dass das immer wieder hervorgehoben wird, weil mich da bis jetzt, bis auf einmal bei Lulu, die Samba letztes Mal, und na, bei Detlef hat mich ja noch nichts abgeholt, leider. Aber gut, so ist es. Ich fand die Show für mich persönlich sehr durchwachsen und sehr anstrengend teilweise. Ja. Weil ich doch sehr andere Meinungen hatte. Wie gesagt, auch an mir gelegen haben jetzt. Ja, ich fand den Anfang und das Ende gut. Und dazwischen, in der Mitte, war es irgendwie für mich halt auch irgendwie so, als hätte ich eine verschobene Wahrnehmung. Das habe ich die ganze Zeit gehabt. Bei mir. Was mir noch, jetzt wo wir bei den Zitterern waren, Mozzi konnte auch nicht so wirklich glauben, wer da vorne steht. Also Mozzi war auch so ein bisschen, was passiert hier gerade? Naja, wenn wir mal ehrlich sind, und das hat nichts mit Sympathien zu tun, die Jurypunkte gibt es ja nicht ohne Grund. Und natürlich gehen die davon aus, dass wahrscheinlich am ehesten Ann-Kathrin fliegt und fliegen sollte, weil sie halt die schlechteste Leistung bringt. Ohne jetzt mal auf Sympathie zu achten. Ja. Es ist, wie es ist. Wir haben noch einen kleinen Spoiler bekommen, was uns nächste Woche erwarten wird. Mhm. Und ich freue mich sehr darauf, weil ich glaube, das ist jetzt in Deutschland zum zweiten Mal erst, kann das sein? Ja, ich glaube auch. Und zwar wird es den Partnertausch geben. Und ich habe mich letztes Jahr schon so gefreut, weil in den USA bei Dancing with the Stars gibt es ja schon länger, und das finde ich immer richtig cool, und ich habe wirklich darauf gewartet, bis es auch hier mal ankommt, und ich freue mich sehr. Ich finde es nur nicht so schön, wie einige darauf reagieren, so dieses, will ich nicht, und ich bin geschockt. Und ja, man hat aber die Angst in fast allen Gesichtern gesehen von den Kandidaten. Ja, ich finde es aber, die Tänzerin, der Tänzer, mit der du dann verpartnerst wirst, finde ich es jetzt schon nicht wertschätzend gegenüber. Weil es leisten da alle Top-Arbeit, und zu sagen, nee, ich will das nicht, das ist scheiße, wurde jetzt so wortwörtlich nicht gesagt, aber man hat so ein bisschen in den Gesichtern gelesen, finde ich nicht gut. Und wenn ich die Show kenne, dann weiß ich, dass das kommt. Und ich finde es aber gut. Ich freue mich da sehr drauf. Und Aber es ist deine persönliche. Also ich kann die Gefühle der Kandidaten voll verstehen. Ich weiß, was du meinst mit nicht wertschätzend, aber so ist es halt definitiv nicht gemeint. Und stell dir mal vor, alle würden jetzt stehen, ja, sagen, juhu, endlich eine neue Partnerin oder ein neuer Partner. Das wäre dann nicht wertschätzend dem eigentlichen Partner gegenüber. Also ich kann verstehen, dass es Unsicherheit auslöst und Ängste auslöst. Ich glaube aber, dass es für einige Kandidaten gut ist, das mal zu erfahren und dann vielleicht auch nochmal von einem weiteren gesagt zu bekommen, hey, du bist eigentlich gut, so wie Sophia zum Beispiel. Wenn Sophia dann mit Massimo tanzt und Massimo sagt, Mensch, Sophia, du bist Hammer, das ist toll. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch im letzten Jahr gesehen, was du dann für einen Sprung machen kannst, ne? Ja. Ich weiß nicht mehr, mit wem Vadim dann getanzt hat, aber das war ja eine Leistung, die vorher nicht da war. Weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Bei der Prominenten, ich hab's nicht mehr im Kopf. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Die Jury wird eine Shownummer machen, da weiß ich noch nicht so, ob ich mich da so drauf freuen soll. Aber ich wette mit dir, es wird die wie jedes Jahr. Mozzi hat gesagt, was ganz Neues. Ja, es könnte sie auch ironisch gemeint haben. Mit den Tänzerinnen und Tänzern zusammen. Ich bin gespannt. Ja, aber sie hat gesagt, es sollen alle mitmachen. Also wenn es wieder diese Animationstanz ist, wo jeder eine 8 beibringt, mit Arme hoch und Arme runter. Ich habe jetzt eher an diese einzelnen Shownummern gedacht, dass sie die jetzt zusammenlegen, wie sie mal hatten. Dass Mozzi was macht, dass Lambi was macht, dass Roche was macht. Aber das war, glaube ich, immer mit Kandidatinnen auch, ne? Warten wir ab. Werden wir sehen. Es sind ja nur noch 7 Tage. Na, wenn ihr es hört, sind es ja nicht mehr ganz so lange. Ja, und dann gab es noch eine kleine Äußerung, die mich
hat aufhorchen lassen, hat sich etwa Ann-Kathrin verplappert. Da wurde nämlich sehr schnell drüber weggegangen, weil Ann-Kathrin gefragt wurde mit Weiterkommen und so. Und sie meinte, ja, wenn ich weiterkomme, dann fliege ich ja nächste Woche nicht raus, oder? Nächste Woche fliegt doch keiner, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, und da habe ich überlegt, ob letztes Jahr in der Tauschshow wirklich keiner rausgeflogen ist. Ich möchte es jetzt aber auch nicht nachgucken, weil ich mich da mal überraschen lassen will. Ja, aber ich hatte auch den Gedanken. Aber es kann wirklich sein, dass letztes Jahr in der Partnertausch-Show keiner rausgeflogen ist. Das kann gut möglich sein. Ja, Motzi hat ja dann auch reagiert mit, das hier ist, wir sind in 2024, es muss nicht sein wie letztes Jahr. Ja, aber den Gedankengang hatte ich auch dann. Aber es wurde so ein bisschen, also vielleicht fliegt nächste Woche keiner raus. Mal gucken. Ja, weil ich glaube, wir haben gesagt, oh, stell dir mal vor, letztes Jahr, du fliegst dann raus und dann nicht mal mit deinem Tanzprofi. Ja. Oder du fliegst raus, weil du einen anderen Tanzprofi hattest und dich nicht drauf einlassen konntest. Ja, ja, mal gucken. Es wäre ja nicht meine RTL, wenn es jetzt dieses Jahr anders wäre. Mich würde mal interessieren, kommen wir mal zu unserer Frage, was ihr von dem Partner-Talk haltet. Weil ich finde ihn großartig. Ich finde es toll. Die Profis, Profitänzerinnen und Tänzer und die Kandidatinnen doch nochmal anders kennenzulernen. Zu sehen, was die anderen Profis aus denen rauskitzeln können. Ja. Was haltet ihr davon? Oder könnt ihr vielleicht die Ängste verstehen? Oder ist es eins aus beidem? Oder findet ihr es total kacke, dass es die gibt? Ja. Antwortet uns da gerne. Und wenn ihr schon dabei seid, eine Frage zu beantworten, würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das könnt ihr gerne tun und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Ja. @Zesselwisser. Und lasst von euch hören. Wir würden uns sehr freuen. Ja, bis dahin eine tolle Woche. Vielleicht hören wir euch dann zwischendurch. Und ich gelobe Besserung nächste Woche. Sehr gut. Ich werde nächste Woche mein Grumpy Cat Kostüm ausziehen. Machen wir so. Dann, ihr Lieben, habt eine tolle Woche und bis zum nächsten Tanz. Tschüssi. Bis Montag. Tschüss.